Wie soll man sich hier eine Mannschaft zusammenlesen? Feldwebel, ich denke schon mitunter an Selbstmord. Bis zum 12. soll ich dem Feldhauptmann 4 Fähnlein hinstellen. Und die Leute hier herum sind so voll Bosheit, dass ich keine Nacht mehr schlaf. Da habe ich endlich einen aufgetrieben und schon durch die Finger gesehen, mich nix wissen gemacht, dass er eine Hühnerbrust hat und Krampfadern. Ich habe ihn glücklich besoffen. Er hat schon unterschrieben. Ich zahle nur noch den Schnaps, er tritt aus, ich hinterher zur Tür, weil mir was schwant. Richtig. Weg ist er mit die Laus unterm Kratzen. Da gibt's kein Manneswort, kein Treu und Glauben, kein Ehrgefühl. Ich hab hier mein Vertrauen in die Menschheit verloren, Feldwebel. Man merkt, hier ist so lang kein Krieg gewesen. Wo soll da Moral herkommen, frage ich. Frieden, das ist nur Schlamperei. Erster Krieg schafft Ordnung. Die Menschheit schießt ins Kraut im Frieden. Mit Mensch und Vieh wird herumgesaut, als wär's gar nichts. Jeder frisst, was er will. Einen ranken Käse aufs Weißbrot und dann noch eine Scheibe Speck auf den Käse. Wie viele junge Leute und gute Gäul diese Stadt da vorn hat, weiß kein Mensch. Es ist niemals gezählt worden. Wie? Ich bin in Gegenden gekommen, wo kein Krieg war, vielleicht 70 Jahre. Da hatten die Leute überhaupt noch keine Namen. Die kannten sich selber nicht. Wie? Nur wo Krieg ist, gibt's ordentliche Listen und Registraturen. Kommt das Schuhzeug in Ballen und das Körn in Säck, wird Mensch und Vieh sauber gezählt und weggebracht. Weil man eben weiß, ohne Ordnung kein Krieg. Wie richtig das ist. Wie alles Gute ist auch der Krieg am Anfang halt schwer zu machen. Wenn er dann erst floriert, ist er auch zäh. Dann schrecken die Leute zurück vom Frieden, wie die Würfler vom Aufhören. Weil dann müssen's zählen, was sie verloren haben. Aber zuerst schrecken's zurück vom Krieg. Er ist ihnen was Neues. So, da kommt ein Planwagen. Ihr Hauptleut, lasst die Trommel ruhen. Lasst euer Fußvolk halten an. Mutter Courage, die kommt mit Schuhen, in denen's besser laufen kann. Mit seinen Läusen und Getieren, Bagage, Kanon, soll es euch in die Schlacht marschieren, so will es gute Schuhe haben. Das Frühjahr kommt, mach auf, du Christ, der Schnee schmilzt weg. Zwei junge Burschen, alte Auffeldwebel. Wenn das wieder nichts ist, stelle ich mich nicht weit in den Aprilwind hin, das sage ich dir. Guten Morgen, Herr Feldwebel. Guten Morgen, ihr Leute. Wer seid ihr? Geschäftsleute. Halt! Wohin gehört ihr Bagage? Zweites finnisches Regiment. Wo sind eure Papiere? Papiere? Das ist doch die Mutter Courage. Nie von gehört. Warum heißt sie Courage? Courage
den Ruin gefürchtet hab, Feldwebel, und bin durch das Geschützfeuer von Riege gefahren mit 50 Brotlaib im Wagen. Die waren schon angeschimmelt. Es war die höchste Zeit. Ich hab keine Wahl gehabt. Keine Witze, du. Wo sind die Papiere? Das sind alle meine Papiere. Da ist ein ganzes Messbuch dabei aus Altötting zum Einschlagen von Gurken. Und da ist eine Landkarte von Meeren. Weiß Gott, ob ich je da hinkomme, sonst ist sie für die Katz. Und hier steht's besiegelt, dass mein Schimmel nicht die Maul- und Klauenseuche hat. Leider ist uns umgestanden, hat 15 Gulden gekostet, aber nicht mich. Gott sei Dank. Ist das genug, Papier? Willst du mich auf den Arm nehmen? Ich werde dir deine Frechheit austreiben. Du weißt, dass du eine Lizenz haben musst. Sie reden sehr anständig mit mir. Und erzählen Sie nicht meinen halbwüchsigen Kindern, dass ich Sie auf den Arm nehmen will. Das gehört sich nicht. Ich habe nichts mit Ihnen. Meine Lizenz beim 2. Regiment ist mein anständiges Gesicht. Wenn Sie es nicht lesen können, kann ich nicht helfen. Einen Stempel lasse ich mir nicht draufsetzen. Feldwebel, ich spüre einen unbotmäßigen Geist heraus bei der Person. Im Lager, da brauchen wir Zucht. Ich dachte Würst. Name? Anna Vierling. Also, dann heißt ihr alle Vierling. Wieso? Ich heiße Vierling, die nicht. Ich denke, das sind alles Kinder von dir. Ja, sind sie ja auch. Aber heißen sie deshalb alle gleich? Der zum Beispiel, der heißt Eilif Noyoki. Warum? Sein Vater hat immer behauptet, er hieße Koyoki oder Moyoki. Der Junge hat ihn noch gut im Gedächtnis. Nur, das war ein anderer, den er im Gedächtnis hat. Ein Franzos. Mit einem Spitzbart. Aber sonst hat er vom Vater die Intelligenz geerbt. Sieh, da konnte einem Bauern die Hose vom Hintern wegziehen, ohne dass der was gemerkt hat. Und so hat ihm jedes von uns seinen Namen. Was, jedes einen anderen? Sie tun ja gerade, als ob Sie das nicht kennten. Dann ist der wohl ein Chineser. Falsch geraten, ein Schweizer. Nach dem Franzosen. Ach, was für ein Franzosen? Ich weiß von keinen Franzosen. Sie bringen sie nicht alles durcheinander, sonst stehen wir ja am Abend noch da. Ein Schweizer heißt aber Fejosch. Ein Name, der nichts mit seinem Vater zu tun hat. Der hieß ganz anders und war Festungsbaumeister, nur versoffen. Wie kann er da Fejosch heißen? Sie, ich will Sie ja nicht beleidigen, aber Fantasie haben Sie nicht viel. Er heißt natürlich Fejosch, weil, als er kam, war ich mit einem Ungarn, dem war es gleich. Er hatte schon den Nierenschwund, obwohl er nie einen Tropfen angerührt hat. Ein sehr redlicher Mensch. Der Junge ist nach ihm geraten. Aber er war doch gar nicht der Vater. Aber geraten ist er nach ihm. Ich heiße ihn Schweizer Kass. Warum? Er ist gut im Wagen ziehen. Und die heißt Katrin Haupt, eine halbe Deutsche. Eine nette Familie, muss ich sagen. Ja, ich bin durch die ganze Welt gekommen mit meinem Planwagen. Das wird alles aufgeschrieben. Du bist also aus Bamberg in Bayern. Wie kommst du hierher? Na, ich kann nicht warten, bis der Krieg gefälligst nach Bamberg kommt. Ihr solltet lieber Jakob Ochs und Esau Ochs heißen, weil ihr doch den Wagen zieht. Aus dem Gespann kommt ihr wohl nie heraus. Mutter, darf ich ihm aufs Maul hauen? Ich möchte gern. Und ich untersag's dir, stehen bleibst. Und jetzt, meine Herren Offizier, brauchen Sie nicht eine gute Pistole oder eine neue Schnalle? Die Ihre schon abgewetzt, Feldwebel. Ich brauch was anderes. Ich sehe, die Burschen sind wie die Birken gewachsen. Runde Brustkästen. Stämmige Haxen. Warum drückt sich das vom Heeresdienst, möchte ich wissen. Nichts zu machen, Feldwebel. Meine Kinder sind nicht für das Kriegshandwerk. Warum nicht? Das bringt Gewinn, bringt Ruhm. Stiefel verramschen ist Weibersache. Tritt einmal vor. Lass dich anfühlen, ob du Muskeln hast oder ein Hühnchen bist. Ein Hühnchen ist er. Wenn einer ihn ernst anschaut, möchte er umfallen. Und ein Kalb dabei erschlagen, wenn eins neben ihm stünde. Wir sind wohl in Ruhe lassen, der ist nichts für euch. Na, der hat mich grob beleidigt und von meinem Mund aus einem Maul geredet. Wir zwei gehen dort ins Feld und tragen die Sach aus unter uns Männern. Sei ruhig, ich besorg's ihm, Mutter. Stehen bleibst du, Haderlump, ich kenn dich. Nichts wie raufen. Ein Messer hat im Stiefel, stechen tut er. Ich zieh's ihm aus wie einen Milchzahn. Komm, Bürschchen. Sehe, Feldwebel, ich sag's dem Obristen, der steckt euch ins Loch. Der Leutnant ist ein Freier meiner Tochter. Keine Gewalt, Bruder! Was hast du gegen den Heeresdienst?
Ihr wollt ihn mir zur Schlachtbank führen. Ich kenne euch. Ihr kriegt 5 Gulden für ihn. Zuerst kriegt er eine schöne Kappe und Stulpenstiefel, nicht? Nicht von dir. Komm mit angeln, sagte der Fischer zum Wurm. Geh und lauf und schrei, sie wollen deinen Bruder stehlen. Und ihr probiert's nur und stehlt ihn. Ich stech euch nieder, ihr Lumpen. Ich werd's euch geben, Krieg mit ihm führen. Wir verkaufen ehrlich Leinen und Schinken und sind friedliche Leute. Das sieht man an deinem Messer, wie friedlich ihr seid. Vorher hast du eingestanden, du lebst vom Krieg. Aber wie soll Krieg sein, wenn es keine Soldaten gibt? Das müssen nicht meine sein. So, den Butzen soll dein Krieg fressen und die Birne soll er ausspucken. Deine Brut soll dir fett werden vom Krieg und ihm gezinst wird nicht. Heißt dich Courage, hä? Und fürchtest den Krieg, deinen Brotgeber? Deine Söhne fürchten ihn nicht, das weiß ich von ihnen. Ich fürchte keinen Krieg. Warum auch? Schaut mich an. Ist mir das Soldatenlos schlecht bekommen? Ich war mit 17 dabei. Du bist noch nicht 70. Ich kann's erwarten. Ja, und am Boden vielleicht. Willst du mich beleidigen und sagst, ich sterb? Und wenn's die Wahrheit ist, wenn ich sehe, dass du gezeichnet bist, wenn du dreinschaust wie eine Leiche auf Urlaub, hä? Sie hat das zweite Gesicht, das sagen alle. Sie sagt die Zukunft voraus. Ja, dann sag doch mal dem Herrn Feldwebel, die Zukunft voraus, es möchte ihn amüsieren. Ich halt nichts davon. Gib den Helm. Das bedeutet nicht so viel wie ins Gras scheißen. Nur, dass ich was zum Lachen habe. Eilif, Schweizer Käs, Katrin. So möchten wir alle zerrissen werden, wenn wir uns zu tief in Krieg einlassen täten. Ich werde es Ihnen ausnahmsweise gratis machen. Ich mal ein schwarzes Kreuz auf den Zettel. Schwarz ist der Tod. Und den anderen lässt sie leer, siehst du? Und da falte ich sie zusammen. Und dann schüttle ich sie durcheinander. So wie wir alle gemischt sind, von Mutterleib an. So, und jetzt ziehst du und weißt Bescheid. Ich nehme nicht jeden. Ich bin bekannt für wählerisch. Aber du hast ein Feuer, das mich angenehm berührt. Blödheit. Nichts als ein Augen auswischen. Ein schwarzes Kreuz hat er gezogen. Hingeder, lass du dich nicht ins Boxhorn jagen. Für jeden ist keine Kugel gegossen. Du hast mich beschissen. Das hast du dich selber an dem Tag, wo du Soldat geworden bist. Und jetzt fahren wir weiter. Es ist nicht alle Tage Krieg. Ich muss mich dummeln. Hölle und Teufel, ich lass mich von dir nicht anschmieren. Deinen Bankert nehmen wir mit, der wird ein Soldat. Ich möcht's schon werden, Mutter. Das Maul hältst, du finnischer Teufel. Der Schweizer Kass will jetzt auch Soldat werden. Na, das ist mir aber was Neues. Ich werde euch auch das Los ziehen lassen müssen. Euch alle drei. Es ist gegen uns gesagt worden, dass es fromm zugeht im schwedischen Lager. Aber das ist üble Nachrede, damit man uns schadet. Gesungen wird nur am Sonntag eine Strophe und nur wenn einer eine Stimme hat. Möchten ihrer Mutter weglaufen, die Teufel, und in den Krieg wie die Kälber zum Salz. Aber ich werde Zettel befragen. Und da werden Schisseln sehen, dass die Welt kein Freudental ist. Da! Fisch dir dein Los heraus. Da hast du's. Ein Kreuz. Oh, ich unglückliche Mutter, ich schmerzensreiche Gebärerin, er stirbt. Im Lenz des Lebens muss er dahin. Wenn er ein Soldat wird, muss er ins Gras beißen. Wirst du klug sein? Warum nicht? Klug ist, wenn du bei deiner Mutter bleibst. Und wenn sie dich verhöhnen und ein Hühnchen heißen, lachst du nur. Wenn du dir in die Hosen machst, werde ich mich an deinem Bruder halten. Und jetzt fischst du, Schweizer Kass. Bei dir fürchte ich weniger. Du bist redlich. Was schaust du so sonderbar auf den Zettel? Bestimmt ist er leer. Es kann nicht sein, dass da auch ein Kreuz draufsteht. Ein Kreuz auch her. Schau her, Feldwebel, ob's nicht ein schwarzes Kreuz ist. Ein Kreuz ist. Ich verstehe nicht, dass ich eins gezogen habe. Ich halte mich immer hinten.
Sie treibt keinen Schwindel, es trifft ihre eigenen auch. Und jetzt bleibst mir nur noch du. Aber du bist selber ein Kreuz. Du hast ein gutes Herz. Ich möchte schier verzweifeln. Das kann nicht stimmen. Ein Kreuz steht auch über deinem Weg. So, jetzt wisst ihr. Seid alle vorsichtig. Ihr habt's nötig. Und jetzt steigen wir auf und fahren weiter. Ach was, ich fühle mich gar nicht wohl. Verwickel sie in einen Handel. Du kannst sie die Schnalle ja wenigstens mal anschauen, Feldwebel. Die guten Leute leben vom Geschäft, nicht? Hier, hier, der Feldwebel will die Schnalle kaufen. Ein halber Gulden. Wert ist so eine Schnalle 2 Gulden. Sie ist nicht neu. Da ist so ein Wind. Ich muss sie in Ruhe studieren. Na, ich find's nicht zugig. Vielleicht ist sie einen halben Gulden wert. Es ist Silber. Es sind solide 6 Unzen. Und dann heben wir einen unter Männern. Ich hab Handgeld bei Na, mir. Na, dann ein halber Gulden. Ich versteh's nicht. Immer halte ich mich dahinter. Einen sichereren Platz, als wenn du Feldwebel bist, gibt's nicht. Mein ganzes Mittag ist mir versaut. Ich weiß genau, nichts werde ich hinunterbringen. Na, so sollst du dir's nicht zu Herzen nehmen. Da, nimm einen Schluck Schnaps, Mann. 10 Gulden auf die Hand und ein mutiger Mensch bist du und kämpfst für den König und die Weiber reißen sich um dich. Und mich darfst du in die Fresse hauen, weil ich dich beleidigt habe. Gleich, Katrin, gleich, der Feldwebel zahlt noch. Ich bin misstrauisch gegen jedes Geld. Bin ein gebranntes Kind, Feldwebel. Aber die Münze ist gut. Und jetzt fahren wir weiter. Wo ist der Eilf? Der ist mit dem Werber weg. Du einfältiger Mensch. Ich weiß, du kannst nicht reden. Du bist unschuldig. Kannst selber einen Schluck nehmen, Mutter. So geht es eben. Soldat ist nicht das Schlechteste. Du willst vom Krieg leben, aber dich und die Deinen willst du draußen halten. Wie? Jetzt musst du mit deinem Bruder ziehen, Katrin. Will vom Krieg leben, wird ihm wohl müssen auch was geben. Für einen so jammerlichen Vogel? Jammerlicher Vogel! Dieses fette Vieh! Dafür soll ein Feldkaufmann, wo verfressen ist, bis dort hinaus, weh ihnen, wenn sie nichts zum Mittag haben, nicht 60 Hellerchen zahlen wollen? Solche kriege ich ein Dutzend für 10 Heller gleich ums Eck. Was? So einen Kapaun wollen sie gleich ums Eck kriegen? Wo Belagerung ist, also ein Hunger, dass die Schwarten krachen? Eine Feldrat kriegen sie vielleicht, sage ich, weil die schon aufgefressen sind. 5 Mann hoch sind sie einen halben Tag hinter einer hungrigen Feldrat her. 50 Heller für einen riesigen Kapaun bei Belagerung. Wir werden doch nicht belagert, sondern die anderen. Wir sind die Belagerer. Das muss in ihren Kopf endlich hinein. Aber zu fressen haben wir auch nichts. Ja, weniger als die in der Stadt drin. Die haben doch alles hineingeschleppt. Die leben in Saus und Braus, höre ich. Aber wir, ich war bei den Bauern.
Die haben nichts. Sie haben? Sie verstecken's. Sie haben nichts. Sie sind ruiniert. Das ist, was sie sind. Ich habe welche gesehen, die graben die Wurzeln aus vor Hunger. Die schlecken sich die Finger ab nach einem gekochten Lederriemen. Und ich habe einen Kapaun und soll ihn für 40 Heller ablassen. Für 30? Nicht für 40. Ich habe gesagt, für 30. Sieh, der Feldhauptmann wird Ihnen den Kopf abreißen, wenn da nichts auf dem Tisch steht. Passt mal auf, was ich tue. Da habe ich ein Stück Rindfleisch. Das brate ich. Ja. Ich gebe Ihnen eine letzte Bedenkzeit. Ja, braten Sie es nur. Das vom vorigen Jahr. Das ist von gestern Abend. Da ist der Ochs noch herumgelaufen. Ich habe ihn persönlich gekannt. Er muss aber schon bei Lebzeiten gestunken haben. Ich koch's 5 Stunden lang, wenn es sein muss. Ich will sehen, ob es da noch stinkt. Und tun's viel Pfeffer rein, damit der Feldhauptmann nicht den Gestank riecht. Nun, mein Sohn, rein mit dir zu deinem Feldhauptmann. Setz dich zu meiner Rechten, denn du hast eine Heldentat vollbracht. In einem Glaubenskrieg. Das rechne ich dir besonders hoch an. Wir sind gekommen, ihnen ihre Seelen zu retten. Und was tun sie? Als unverschämte und verdreckte Saubauern uns ihr Vieh wegtreiben. Aber ihrem Pfaffen schieben sie es vorn und hinten rein. Aber du hast ihnen Moris gelehrt. Ah, schenk ich dir eine Kanne Roten ein. Das trinken wir beide aus auf einen Hub. Der Feldprediger kriegt einen Dreck. Der ist fromm. Und was willst du zum Mittag, mein Herz? Einen Fetzen Fleisch, warum nicht? Koch! Fleisch! Bringt das sich noch Gäste mit, wo nichts da ist. Bauern schinden macht hungrig. Jesus, das ist ja mein Eilig. Wer? Mein Ältester. 2 Jahre habe ich den aus den Augen verloren. Der muss in hoher Gunst stehen, wenn ihn der Feldhauptmann zum Essen einlädt. Und was hast du zum Essen? Nix. Nimm den Kapaun, er kostet 1 Gulden. Nein. Zu essen, Lamm, du Kochbestie! Sonst erschlage ich dich! Her zum Teufel, du Erpresserin! Ich dachte, das ist so ein jammerlicher Vogel. Jammerlich, hergib ihn. Es ist ein Sündenpreis, 50 Heller. 1 Gulden für meinen Ältesten, dem lieben Gast, sein Feldhauptmann, ist mir nichts zu teuer. Dann aber rupf ihn wenigstens, bis ich ein Feuerchen mache. Was mag der für ein Gesicht machen, wenn er mich wieder sieht? Trink noch einen, mein Sohn. Das ist mein Lieblingsverlerner. Ich hab nur noch ein Fass davon. Oder 2 höchstens. Aber das ist mir's wert, dass ich sehe, es gibt noch einen echten Glauben in meinem Heerhaufen. Der Seelenhirt schaut wieder zu. Weil der predigt nur. Und wie es gemacht werden soll, weiß er nicht. Und nun, mein Sohn Eilif, bericht uns genauer, wie fein du die Bauern geschlenkt und die 20 Rinder gefangen hast. Also, das war so. Ich habe erfahren, dass die Bauern ihre versteckten Ochsen aus den Wäldern in ein bestimmtes Holz getrieben haben. Da wollten die von der Stadt sie abholen. Meine Leute, habe ich lustig auf das Fleisch gemacht? Hab ihnen 2 Tage lang die schmale Ration noch gekürzt, dass ihnen das Wasser im Maul zusammengelaufen ist, wenn sie bloß ein Wort gehört haben, das mit Füll angeht wie Fluss. Das war klug von dir. Vielleicht. Alles andere war eine Kleinigkeit. Nur, dass die Bauern Knüppel gehabt haben und 3-mal so viele waren wie wir und einen mörderischen Überfall auf uns gemacht haben. 4 haben mich in ein Gestrüpp gedrängt und mir mein Eisen aus der Hand gehauen und gerufen, ergib dich. Was tun, denke ich. Die machen aus mir Hackfleisch. Was hast getan? Ich hab gelacht. Was hast du? Gelacht? So ist ein Gespräch draus geworden. Ich verleg mich gleich aufs Handeln und sag, 20 Gulden für den Ochsen ist mir zu teuer. Ich biet 15, als wollt ich zahlen. Sie sind verdutzt und kratzen sich die Köpfe. Sofort bück ich mich nach meinem Eisen und hau sie zusammen. Not kennt kein Gebot, nicht? Was
Was sagst du dazu, Seelenhirt? Streng genommen, in der Bibel steht der Satz nicht. Aber unser Herr hat aus 5 Broten 500 herzaubern können. Da war eben keine Not. Und da hat er auch verlangen können, dass man seinen Nächsten liebt, denn man war satt. Heutzutage ist das anders. Aber ganz anders. Jetzt kriegst du doch einen Schluck, du Pharisäer. Zusammengehauen hast du sie, so ist recht. Damit meine braven Leute ein gutes Stückel zwischen die Zähne kriegen. Ja, sofort bück ich mich nach meinem Eisen und hau sie zusammen. In dir steckt ein junger Cäsar. Ich schätze mir einen solchen Soldaten wie dich, Eilef. Einen mutigen. So einen behandle ich wie meinen eigenen Sohn. Komm, Eilef, schau dir die Lage an. Da braucht's noch viel. Das muss ein sehr schlechter Feldhauptmann sein. Ein Verfressener, aber warum ein schlechter? Weil er mutige Soldaten braucht, drum. Wenn er einen guten Feldzugsplan machen könnte, wozu braucht er da mutige Soldaten? Gewöhnliche Täten ausreichen? Überhaupt, wenn es wo so große Tugenden gibt, das beweist, dass da etwas faul ist. Ich dachte, es beweist, dass etwas gut ist. Nein, dass etwas faul ist. Wenn ein Feld, warum? Wenn ein Feldhauptmann oder König recht dumm ist und führt seine Leute in die Scheißgasse, dann braucht's Todesmut bei den Leuten. Und wenn einer zu geizig ist und wirbt zu wenig Soldaten an, dann müssen sie lauter Herkulesse sein. Und wenn einer ein Schlamper ist und kümmert sich um nichts, dann müssen sie klug wie die Schlangen sein, sonst sind sie hin. Lauter Tugenden, die ein ordentliches Land, ein guter König und Feldhauptmann nicht brauchen. In einem ordentlichen Land braucht's keine Tugenden. Jeder könnte ganz gewöhnlich sein. Mittelgescheit, meinetwegen Feiglinge. Ich wette, dein Vater war ein Soldat. Ein großer, höre ich. Meine Mutter hat mich gewarnt deshalb. Da kann ich ein Lied. Wird's bald mit dem Essen. Sing's uns. Es heißt... Das Lied vom Weib und dem Soldaten. Das Schießgewehr schießt und das Spießmesser spießt und das Eiswasser frisst, die drin warten. Was könnt ihr gegen Eis? Bleibt weg, es ist nicht weiß. Sag das Wahrheit zum Soldaten. Doch der Soldat mit der Kugel im Lauf gehörte die Trommel und lachte darauf. Marschieren kann nimmer mehr schaden. Marschieren kann nimmer mehr schaden. Hinauf nach dem Süden, nach dem Norden hinauf. Und das Spießmesser fängt er, und das Spießmesser fängt er mit Händen auf. Sagt denn zum Wein die Soldaten. Bitter bereut, wer des Weisen Rat scheut und vom Alter sich nicht lässt beraten. Ach, zu hoch nicht hinaus, es geht übel aus. Sagte das Wein zum Soldaten. Doch der Soldat mit dem Messer im Buch nach ihr Kahl ins Gesicht und ging über die Kuh. Was konnte das Wasser ihm schaden? Was konnte das Wasser ihm schaden? Wenn weiß der Mond überm Schindeldach steht, kommen alle wir wieder. Kommen alle wir wieder, nimmt auf ins Gebet. Sagt denn zum Weib die Soldaten.
und die Wärme geht auf. Und es wärmten uns nicht eure Taten. Ach, wie schnell geht der Rauch. Gott behüte ihn auch, sagte das Weib vom Soldaten. Was ist das? Der Soldat mit dem Messer im Gurt sank hin mit dem Spieß und mit Riss in die Furt. Und das Wasser fraß auf die drin Warten. Kühl stand der Mond überm Schindeldach weiß. Doch der Soldat trieb hinab mit dem Eis. Und was sagten dem Weib die Soldaten? Er verging wie der Rauch und die Wärme ging auf und es wärmten sie nicht seine Taten. Ach, bittere bereut, wer des weisen Rat scheut, sagte das Weib den Soldaten. Erlauben sich heute allerhand in meiner Küche. Dass ich dich wieder sehe. Wo sind die anderen? Wohlauf wie die Fische im Wasser. Der Schweizer Kass ist Zahlmeister geworden beim zweiten. So kommt er mir wenigstens nicht ins Gefecht. Ganz konnte ich ihn nicht raushalten. Und was macht dein Fußwerk? Na, am Morgen komme ich als schwer in die Schuhe rein. So, du bist die Mutter. Ja, das bin ich, Herr Feldhauptmann. Ich hoffe, du hast noch mehr Söhne für mich wie den da. Wenn das nicht mein Glück ist, sitzt du da in der Küche und hörst, wie dein Sohn ausgezeichnet wird. Ja, ich hab's gehört. Weil ich die Ochsen gefangen hab? Nein, weil du dich nicht ergeben hast, wie die Vieh auf dich losgegangen sind und haben aus dir Hackfleisch machen wollen. Habe ich dir nicht gelernt, dass du auf dich Acht geben sollst? Du finnischer Teufel, du! Geb ihnen die Kugeln für 2 Gulden. Das ist billig. Ich brauche das Geld, weil der Obrist seit 2 Tagen mit der Offizier sauft und der Likör ausgegangen ist. Das ist Mannschaftsmunition. Wenn die bei mir gefunden wird, komme ich vor Selbstgericht. Ihr verkauft den Kugel, ihr Lumpen, die Mannschaft hat nichts zum Schießen vom Feind. Sind's nicht hartherzig? Eine Hand wäscht die andere. Heeresgut nehme ich nicht. Nicht für den Preis. Sie können's für 5 Gulden, sogar für 8 noch heute Abend, diskret an den Zeugmeister vom 4. verkaufen, wenn Sie ihm eine Quittung auf 12 Gulden ausstellen. Der hat überhaupt keine Munition mehr. Warum machen Sie das nicht selber? Weil ich ihm nicht traue. Wir sind befreundet. Aha. Ich nehm's, trag hinter. Zahl ihm 1,5 Gulden aus. 2 Gulden? Ich sag 1,5. Och. Da hast du deine Unterhose zurück. Heb sie gut auf. Es ist jetzt Oktober, da kann es leicht Herbst werden. Ich sag ausdrücklich nicht muss, denn nichts muss kommen, wie man denkt, nicht einmal die Jahreszeiten. Aber deine Regimentskasse muss stimmen, wie es auch kommt. Stimmt deine Kasse? Ja, Mutter. Vergiss nicht, sie haben dich zum Zahlmeister gemacht, weil du redlich bist. Nicht etwa kühn wie dein Bruder. Das beruhigt mich recht. Und die Hose verleg nicht. Nein, Mutter, ich geb sie unter die Matratze. Ich gehe mit dir, Zahlmeister. Und lernen Sie ihm nicht Ihre Kniffe. Könntest auch grüßen, Zeugmeister. Die sehe ich gar nicht gern zusammen.
Der ist keine Gesellschaft für meinen Schweizer Kass. Aber der Krieg lässt sich nicht schlecht an. Bis alle Länder drin sind, kann er 4-5 Jahre dauern wie nix. Mit ein bisschen Weitblick und keine Unvorsichtigkeit. Und ich kann gute Geschäfte machen. Weißt du nicht, dass du nicht trinken sollst am Vormittag mit deiner Krankheit? Er sagt, dass ich krank bin. Das ist eine Verleumdung. Alle sagen's. Weil alle lügen, Mutter Courage. Ich bin ganz verzweifelt, weil alle gehen um mich herum, wie um einen faulen Fisch. Wozu richt ich noch meine Wut her? Drum trinke ich am Vormittag. Ich hätte zu Hause bleiben sollen, wie mein Erster mich verlassen hat. Stolz ist nichts für uns einen. Dreck muss man schlucken können, sonst geht's abwärts. Jetzt fang mir nur nicht wieder mit deinem Peter an und wie alles gekommen ist von meiner unschuldigen Tochter. Grad soll sie's hören, damit sie abgehärtet wird. Gegen die Liebe. Da wird keine abgehärtet. Dann erzähl ich's, weil mir davon leichter wird. Er war ein Soldatenkoch, blond, ein Holländer, aber mager. Katrin, hüt dich vor dem Mageren. Aber das wusste ich damals noch nicht. Auch nicht, dass er damals schon noch eine andere gehabt hat. Und dass sie ihn überhaupt schon Pfeifenpeter genannt haben. Weil er die Pfeife nicht aus dem Maul genommen hat dabei. So beiläufig war es bei ihm. Ich war erst 17 Jahre, da kam der Feind ins Land. Er legte beiseite den Säbel und gab mir freundlich seine Hand. Und nach der Maiandacht, da kommt die Maiennacht. Das Regime stand im Giert. Dann wurde getrommelt, wie's der Brauch. Dann nahm der Feind uns hinterm Strauch und hat fraternisiert. Da waren viele Feinde und mein Feind war ein Koch. Ich hasste ihn bei Tage und nachts da liebte ich ihn doch. Denn nach der Maiandacht, da kommt die Maiennacht. Das Regiment steht im Geviert. Dann wird getrommelt, wie's der Brauch. Dann nimmt der Feind uns hinterm Strauch. Uns wird fraternisiert. War eine Himmelsmacht. Meine Leute haben's nicht begriffen, dass ich ihn lieb und nicht veracht. In einer trüben Früh begann mein Qual und Müh. Das Regiment stand im Geviert. Dann wurd getrommelt, wie's der Brauch. Dann ist der Feind, mein Liebster, auch aus unserer Stadt marschiert. Bin ihm leider nachgefahren.
hab ihn aber nie getroffen. Ist jetzt 5 Jahre her. Du hast deinen Hut hier liegen lassen. Den kann haben, wer will. Lass dir's also zu Lehre dienen, Kathrin. Nie fang mir was an mit Soldatenvolk. Die Liebe ist eine Himmelsmacht, ich warn dich. Sogar mit die, wo nicht beim Heer sind, ist kein Honigschlecken. Er sagt, er will den Boden küssen, über den deine Füße gehen. Hast du sie gewaschen gestern, weil ich gerade dabei bin? Und dann bist du sein Dienstbot. Sei froh, dass du stumm wirst. Er will dir nie die Zunge abbeißen, weil du die Wahrheit gesagt hast. Seine ganz Gottes Geschenk, stumm sein. Ja, da ist ja der Koch vom Feldhauptmann. Ja, was wollen Sie denn? Ich bring Ihnen eine Botschaft von Ihrem Sohn, dem Eilif. Und der Koch ist gleich mitgekommen. Auf den haben Sie Eindruck gemacht. Ich bin nur mitgekommen, ein bisschen Luft schnappen. Das können Sie immer hier, wenn Sie sich anständig aufführen. Was will er denn, der Eilif? Ich habe kein Geld übrig. Na, eigentlich sollte ich dem Bruder was ausrichten, dem Herrn Zahlmeister. Der ist nicht mehr hier und er ist nicht seinem Bruder, sein Zahlmeister. Er soll ihn nicht in Versuchung führen. Da, geben Sie ihm das. Das ist eine Schande. Er spekuliert auf die Mutterliebe. Er soll sich schämen. Nicht mehr lang. Dann muss er ausrücken mit dem Regiment. Wer weiß, vielleicht in den Tod. Sie sollten noch was zulegen. Hinterher bereuen Sie's. Ihr Weiber seid hart, aber hinterher bereut ihr. Ein Gläschen Branntwein hätte seinerseits nichts ausgemacht, ist aber nicht gegeben worden. Und wer weiß, dann liegt einer unterm grünen Rasen und ihr könnt ihn euch nicht mehr ausscharren. Ja. Werden Sie nicht gerührt, Koch. In dem Krieg fallen ist eine Gnad und nicht eine Ungelegenheit. Warum? Es ist ein Glaubenskrieg. Kein gewöhnlicher, sondern ein besonderer, wofür den Glauben geführt wird, also Gott wohlgefällig. Das ist richtig. In einer Weise ist es ein gewöhnlicher Krieg, in dem das gebrandschatzt, gestochen und geplündert wird, ein bisschen schänden, nicht zu vergessen. Aber unterschieden von allen anderen Kriegen dadurch, dass es ein Glaubenskrieg ist, das ist klar. Er macht aber auch Durst. Das müssen Sie suchen. Ich habe ihn abzuhalten versucht, aber er sagt, Sie haben es ihm angetan. Er träumt von Ihnen. Bloß, dass ich ein Glas Branntwein krieg von schöner Hand. Nichts Schlimmeres. Aber ich bin ja schon geschlagen genug, weil der Feldpredikant den ganzen Weg ja solche Witz gemacht hat, dass ich noch jetzt rot sein muss. Und im geistlichen Gewand. Ich werde euch was zu trinken geben müssen. Sonst macht jemand noch einen unsittlichen Antrag vor lauter Langweil. Das ist eine Versuchung, sagte der Hofprediger und erlag ihr. Und wer ist diese einnehmende Person? Das ist keine einnehmende, sondern eine anständige Person. Na, zdorowie! Die Polen hier in Polen hätten sich nicht einmischen dürfen. Es ist richtig, unser König ist bei ihnen eingezogen mit Ross und Mann und Wagen. Aber anstatt, dass die Polen den Frieden aufrechterhalten haben, haben sie sich eingemischt in ihre eigenen Angelegenheiten und haben den König angegriffen, wie er gerade in Alruh dahergezogen ist. So haben sie sich eines Friedensbruchs schuldig gemacht und alles Blut kommt auf ihr Haupt. Der König hat nur die Freiheit im Auge gehabt. Der Kaiser hat alle unterjocht. Die Polen so gut wie die Deutschen. Und der König hat sie befreien müssen. So sehe ich's. Ihr Branntwein ist vorzüglich. Ich habe mich nicht getäuscht in Ihrem Gesicht. Aber weil wir gerade vom König Gustav Adolf sprechen, die Freiheit, wo er hat einführen wollen in Deutschland, hat sich der Gustav Adolf genug kosten lassen. Freilich, wenn einer nicht hat frei werden wollen. Da hat der Gustav Adolf keinen Spaß gekannt. Zuerst hat er nur Polen schützen wollen vor bösen Menschen, besonders vor dem Kaiser. Aber dann ist mit dem Essen der Appetit gekommen und er hat ganz Deutschland geschützt.
Es hat sie nicht schlecht widersetzt. So hat der gute König nichts wie Ärger gehabt von seiner Hüte und Aufschlagen. Und die hat er natürlich wieder reinbringen lassen müssen durch Steuern, was böses Blut erseucht hat. Aber er hat sich nicht verdrießen lassen. Er hat eins für sich gehabt. Da war Gottes Wort. Und das war noch gut. Sonst hätte es noch geheißen, er tut für sich. Und weil er Gewinst haben will, so hat der gute König immer ein gutes Gewissen gehabt. Und das war dem Gustav Adolf die Hauptsache. Man merkt, Sie sind kein Schwede. Sonst würden Sie anders vom Heldenkönig reden. Schließlich essen Sie sein Brot. Ich esse nicht sein Brot, sondern ich back's ihm. Wenn man die Großkopfigen so reden hört, führen sie den Krieg nur aus Gottesfurcht und für alles, was gut und schön ist. Aber wenn man genauer hinsieht, sind sie nicht so blöd, sondern führen den Krieg nur für Gewinn. Anders würden die auch so kleine Leute wie ich gar nicht mitmachen. So ist es. Und Sie täten gut als Holländer, sich die Flak anzusehen, die hier aufgezogen ist, bevor Sie eine Meinung äußern in Polen. Wie gut evangelisch. Alle Wege. Prosit! Und dieser Krieg ist doch ein Glaubenskrieg. Ein feste Burg ist unser Gott. Ein guter Wehr und Waffen. Ein gehe ich halt auf. Freilich, wenn der Feind schon so nah heran ist, möchte es gefährlich sein. Selig sind die Friedfertigen, heißt im Krieg. Wenn ich einen Mantel über hätte. Ich leih keine Mittel aus, ich habe schlechte Erfahrungen. Aber ich bin besonders gefährdet, wegen meinem Glauben. Du es gegen mein besseres Gewissen. Da laufen es schon. Schönen Dank, das ist großherzig von Ihnen. Aber vielleicht bleibe ich besser hier. Es möchte Verdacht erregen und den Feind auf mich ziehen, wenn ich laufend gesehen werde. Lass sie doch stehen. Ich nehme sie dir in Verwahrung. Und dich kostet's Leben. Sie können bezeugen. Ich hab's versucht. Ich schwör's. Und was machst du denn mit dem Hurenhut? Weg mit dem Deckel. Du bist wohl übergeschnappt, jetzt wo der Feind kommt. Sollen sie dich entdecken und gleich zur Hur machen? Und die Schuhe hat sie sich angezogen. Diese babylonische. Runter mit den Schuhen. Jetzt das Feldprediger, hilf mir, dass er den Schuh runterkriegt. Ich komm gleich wieder. Was sagen Sie? Die Katholischen kommen? Wo ist mein Hut? Ach, wer hat auf ihm herumgetrampelt? Kann ich da nicht herumlaufen, wenn die Katholischen kommen? Was denken die von mir? Ach, Spiegel habe ich auch nicht. Wie sehe ich aus? Ist das zu viel Puder? Gerade richtig. Und wo sind die roten Schuhe? Ich habe sie da hergestellt. Doch ich muss ins Feld hinüber, barfuß. Es ist eine Schande. Was schleppst du da? Die Regimentskasse. Schmeiß sie weg, es hat sich ausgezahlt, Meister. Du bist anvertraut. Feldprediger, zieh den geistlichen Rock ab, sonst kennen sie dich trotzdem, Mantel. Und du, halt still. So ein bisschen Dreck und du bist sicher. Ein Soldat, besonders ein katholischer. Dein sauberes Gesicht und gleich ist die Hur fertig. Lass dich anschauen. So kann dir nichts geschehen. Zitter nicht. So kann dir nichts geschehen. Wo hast du Schatul gelassen? Ich darf nicht jetzt in den Wagen. In meinen Wagen? Das ist eine gottessträfliche Dummheit. Aufhängen tun sie uns alle drei. Dann gebe ich sie woanders hin oder flücht damit. Es ist zu spät, hier bleibst. Um Himmels Willen, die fahren. Bose Mäut, mir fällt die schon gar nicht mehr auf.
25 Jahre habe ich die. Das ist schon der dritte Tag, dass ich hier faul herumsitze. Und der Herr Feldwebel, wo immer nachsichtig zu mir gewesen ist, möchte langsam fragen, wo ist denn der Schweizer Kass mit der Soldschatull? Sei froh, dass sie dir nicht auf die Spur gekommen sind. Was soll ich sagen? Ich kann auch nicht eine Andacht halten hier, sonst möchte mir schlecht gehen. Wes das Herz voll ist, des läuft das Maul über Eis. Aber weh, wenn's mir überläuft. So ist's. Ich hab hier einen sitzen mit einem Glauben und einen mit einer Kass. Weiß nicht, was gefährlich ist. Wir sind eben jetzt in Gottes Hand. Ich glaub nicht, dass wir schon so verloren sind. Beim Verhör habe ich Ihnen gesagt, dass ich gegen den Antichrist bin, dem Schweden, wo Hörner auf hat. Und dass ich gesehen hab, das linke Horn ist ein bisschen abgeschabt. Mitten im Verhör habe ich gefragt, wo ich Weihkerzen einkaufen kann. Nicht zu teuer. Na, Sie haben es mir ja nicht ganz geglaubt. Aber Sie haben keine Marketenter beim Regiment und so haben Sie ein Auge zugedrückt. Vielleicht schlägt sogar noch zum Guten aus. Wir sind gefangen, aber so wie die Laus im Pelz. Die Suppe ist gut. Und was die Quantitäten anbetrifft, so werden wir unsere schwedischen Appetite ja jetzt etwas einschränken müssen. Wir sind eben besiegt. Wer ist besiegt? Die Sieg und Niederlage der Großkopfigen oben und der von unten fallen nämlich nicht immer zusammen. Durchaus nicht. Es gibt sogar Fälle, wo die Niederlage für die Unteren eigentlich ein Gewinn ist für sie. Die Ehr ist verloren, nichts sonst. Ich kann mich erinnern, einmal im Livländischen hat unser Feldhauptmann solche Dresche vom Feind eingesteckt, dass ich in der Verwirrung sogar einen Schimmel aus der Bagage gekriegt habe. Der hat mit den Wagen 7 Monate lang gezogen, bis wir gesiegt haben. Revision war, weg ist er gewesen. Im Allgemeinen kann man sagen, dass uns kleinen Leuten Sieg und Niederlag teuer zu stehen kommen. Das Beste für uns ist, wenn die Politik nicht so recht vom Fleck kommt. Ist. Mir schmeckt's nicht. Wie soll der Feldwebel den Sold auszahlen? Auf der Flucht wird kein Sold ausgezahlt. Doch, Sie haben Anspruch. Ohne Sold brauchen Sie nicht flüchten. Sie müssen keinen Schritt machen. Schweizer Kerl, deine Gewissenhaftigkeit macht mir fast Angst. Ich habe dir zwar beigebracht, du sollst redlich sein, denn klug bist du nicht. Aber das muss seine Grenzen haben. Weltprediger, ich gehe jetzt mit Ihnen eine katholische Fahne einkaufen und Fleisch. Nur gut, dass Sie mir meinen Handel erlauben. Ein Händler wird nicht nach dem Glauben gefragt, sondern nach dem Preis. Und evangelische Hosen halten auch warm. Wie jener Bettelmönch gesagt hat, wie davon die Red war, die Lutherischen werden alles zusammenschmeißen in Stadt und Land. Bettler wird man immer brauchen. Um die Schatulle sorgt sie sich doch. Bisher sind wir unbemerkt geblieben, als gehörten wir alle zum Wagen. Aber wie lang? Ich kann sie wegschaffen. Das ist beinahe noch gefährlicher, wenn dich einer sieht. Sie haben Spitzel. Gestern früh ist einer vor mir aufgetaucht aus dem Graben, wie ich meine Notdurft verrichtet habe. Ich erschrecke und kann gerade noch ein Stoßgebet zurückhalten. Das hätte mich verraten. Der Spitzel ist so ein dürrer Verrecker mit einer Bind vor einem Auge. Und was habe ich gefunden? Du schamlose Person. Die roten Stöckelschuhe der Yvette. Sie hat sie kaltblütig gegrapscht, weil sie ihr eingeredet haben, dass sie eine einnehmende Person ist. Die gebe ich zurück. Der Yvette die Schuhe stehlen. Die riecht sich zu Grund fürs Geld, das verstehe ich. Aber du mögst umsonst, zum Vergnügen. Habe ich dir nicht gesagt, dass du auf den Frieden warten musst? Nur keinen Soldaten! Wart du auf den Frieden mit der Hoffart! Also ich finde sie nicht hoffärtig. Immer noch zu viel. Und du lässt die Schatulle, wo sie ist, hörst du? Und gib auf deine Schwester Acht. Ihr hat's nötig. Ihr bringt mich noch unter den Boden. Kommt, lieber reinen Sack Flöhe hüten.
Nicht mehr viele Tage, wo man in Hemdsärmeln in der Sonne sitzen kann. Ja. Die Blätter sind bereits gelb. Ich trink nicht. Ich denk nach. Sie sagt, sie schlaft nicht. Ich soll die Schatulle doch wegbringen. Ich habe ein Versteck ausgefunden. Ich geb's in das Maulwurfsloch am Fluss, bis ich's abhol. Ich hol sie vielleicht schon heute Nacht und bring sie dann zum Regiment. Was können die schon in 3 Tagen weit geflüchtet sein? Der Herr Feldwebel wird Augen machen. Du hast mich angenehm enttäuscht, Schweizer Kass, wird er sagen. Ich vertraue dir die Kass an. Und du bringst sie zurück. Hol mir doch ein Glas voll. Gott zum Gruß, liebes Fräulein. Haben Sie einen vom Quartier des 2. Finnischen gesehen? Die Hälfte hast du verschüttet. Was machst du für Faxen? Hast du dich am Auge gestoßen? Ich verstehe dich nicht. Ich muss auch weg. Ich hab's beschlossen, es ist das Beste. Ich möchte wissen, was du meinst. Du meinst sicher gut, armes Tier, kannst dich nicht ausdrücken. Was soll ich schon machen, dass du den Branntwein verschüttet hast? Kommt nicht drauf an. Jetzt halt mich aber nicht auf, sonst werde ich böse. Vielleicht komme ich wieder. Auseinander? Hat dir jemand was getan? Wo ist er denn, der Schweizer Kass? Erzähl's ordentlich, Katrin, deine Mutter versteht dich. Was? Der Bankert hat die Schatulle doch weggenommen? Ich schlag's ihm um die Ohren, dem Heimtücker. Lass dir Zeit und quatsch nicht, nimm die Hände. Ich mag nicht, wenn du wie ein Hund jaulst. Was soll denn der Feldprediger denken? Dem graust doch. Ein Einäugiger war hier? Der Einäugige ist ein Spitzel. Haben Sie den Schweizer Kass gefasst? Dann sind wir aus. Ziehen Sie die neue Fahne auf. Hi gut katholisch aller Wege. Lass mich los! Ich hab nichts bei mir. Ab! Verreckt mir nicht das Schulterblatt! Ich bin unschuldig! Der gehört hierher, ihr kennt euch. Wir? Woher? Ich kenne sie nicht. Wer weiß, wer das ist? Ich habe nichts mit ihnen zu schaffen. Ich habe hier Mittag gekauft. 10 Heller hat's gekostet. Mag sein, dass ihr mich da sitzen gesehen habt. Versalzen wir's auch? Wer seid ihr, hä? Wir sind ordentliche Leute. Es ist richtig, er hat hier ein Essen gekauft, es war ihm zu versalzen. Wollt ihr etwa tun, das kennt ihr ihn nicht? Ja, woher soll ich ihn kennen? Ich kann nicht alle kennen. Ich frage keinen, wie er heißt und ob er ein Heid ist. Wenn er zahlt, ist er kein Heid. Bist du ein Heid? Gar nicht.
Er ist ganz ordentlich da gesessen und hat das Maul nicht aufgemacht. Außer beim Essen. Und da muss er. Und wer bist du? Das ist nur mein Schanknecht. Aber ihr seid gewiss durstig. Ich hole euch ein Glas Branntwein. Kein Branntwein im Dienst. Du hast das weggetragen. Am Fluss musst du es versteckt haben. Der Rock ist dir so herausgestanden, wie du von dir weg bist. Was wirklich der? Ich glaube, ihr meint einen anderen. Ich habe einen springen sehen. Dem ist der Rock abgestanden. Ich bin der Falsche. Ich glaube auch, das ist ein Missverständnis. Das kann vorkommen. Ich kenne mich aus auf Menschen und ich sag euch, der sieht redlich aus. Wir sind hinter der Regimentskasse vom zweiten Finnischen her. Und wir wissen, wie der ausschaut, der sie in Verwahrung hat. Wir haben ihn 2 Tage gesucht. Du bist. Ich bin's nicht. Und wenn du sie nicht rausrückst, bist du ihn. Das weißt du. Wo ist sie? Würde sie doch hergeben, wo er sonst hin wäre. Auf der Stelle würde er sagen, ich hab sie. Da ist sie, ihr seid die Stärkerin. So dumm ist er doch nicht. Red doch, du dummer Hund. Der Feldwebel gibt dir eine Gelegenheit. Wenn ich sie nicht hab, dann komm mit! Wir werden sie rausbringen! Er wird sie doch hergeben! So dumm ist er doch nicht! Und drängt ihm nicht das Schulterblatt aus! Solche Fälle, wo es einen erwischt hat, sind in der Religionsgeschichte nicht unbekannt. Ich erinnere nur an die Passion von unserem Herrn und Heiland. Da gibt's ein altes Lied darüber. In der ersten Tagesstund ward der Herr bescheiden, als ein Mörder dargestellt, Pilatus dem Heiden. Um 3 ward der Gottessohn mit Geißeln geschmissen, ihm sein Haupt mit einer Kron von Dornen zerrissen. Um 6 ward er nackt und bloß an das Kreuz geschlagen, an dem er sein Blut vergoss, betet mit Wehklagen. Jesus schrie zur 9. Stund, klaget sich verlachen, bald ward Gall in seinen Mund mit Essig gelassen. Da gab er auf seinen Geist und die Erd erbebet, des Tempels Vorhang zerreißt, mancher Fels zerklübelt. Da hat man zur Vesperzeit der Schächer Bein zerbrochen. Jesus ward in seine Seit mit einem Speer gestochen. Daraus Blut und Wasser ran, sie machten's ihm zum Hohne. Solches stellen sie uns an mit dem Menschensohn. Es ist auf Leben und Tod. Aber der Feldwebel soll mit sich reden lassen. Nur dürfen wir nicht aufkommen lassen, dass es unser Schweizer Kass ist, sonst haben wir ihn begünstigt. Es ist nur eine Geldsache. Aber wo nehmen wir das Geld her? War die Wett nicht da? Ich habe sie unterwegs getroffen. Die hat schon einen Obristen aufgegabelt. Vielleicht kauft ihr der einen Marketen daheim. Na, wollen Sie wirklich verkaufen? Ja, woher soll ich denn das Geld für den Feldwebel nehmen? Aber wovon wollen Sie leben? Das ist es. Liebste Courage,
dass wir uns so bald wiedersehen. Er ist nicht abgeneigt. Das ist mein guter Freund, der mich berät im Geschäftlichen. Ich höre nämlich zufällig, Sie wollen Ihren Wagen verkaufen, Umstände halber. Ich würde reflektieren. Verpfänden, nicht verkaufen. Nur nichts Vorschnelles. So ein Wagen kauft sich nicht leicht wieder in Kriegszeiten. Ah, ist nur verpfänden? Ich dachte verkaufen. Ja, weiß nicht, ob ich da Interesse habe. Was meinst du? Ganz deiner Meinung, Liebe. Er wird nur verpfändet. Ich dachte, Sie müssen das Geld haben. Ich muss das Geld haben. Aber lieber laufe ich mit den Füßen in den Leib nach einem Angebot, als dass ich gleich verkaufe. Warum? Wir leben von dem Wagen. Mein Freund meint, ich soll zugreifen. Aber ich weiß nicht, wo es nur verpfändet ist. Du meinst doch auch, wir sollten gleich kaufen. Ich mein's auch. Na, da musst du dir was suchen, was zu verkaufen ist. Vielleicht findest du's. Jo, dann können wir ja suchen gehen. Ich geh gern herum und such mir was aus. Geh gern mit dir herum, Poldi. Es ist ein reines Vergnügen. Und wenn's 2 Wochen dauert, wann wollen Sie denn zurückzahlen? In 2 Wochen kann ich zurückzahlen. Vielleicht schon in einer. Ich bin mir nicht schlüssig. Poldi, nur Sherry, berate mich. Ich weiß, sie muss verkaufen. Da habe ich keine Sorge. Und der Fähnrich, der Blonde, du kennst ihn, will mir das Geld gern borgen. Der ist verschossen in mich. Er sagt, ich erinnere ihn an jemanden. Was rätst du mir? Ich warne dich vor dem, das ist kein Guter. Der nutzt aus. Ich hab dir gesagt, ich kauf dir was. Nicht, Hasau? Nein, ich kann's nicht annehmen. Von dir. Freilich, wenn du meinst, der Fähnrich könnt's ausnützen. Poldi, ich nehm's von dir an. Das meine ich. Rätst du's mir? Ich rat's dir. Tja, mein Freund tät's mir raten. Also, stellen Sie mir eine Quittung aus, dass der Wagen mein ist, wenn die 2 Wochen um sind, mit allem Zubehör. Wir gehen's gleich durch. Die 200 Gulden bringe ich später. Da musst du voraus ins Lager gehen. Ich komme nach. Ich muss alles durchgehen, damit nichts wegkommt aus meinem Wagen. Oh, na, Stiefel sind's aber wenige. Yvette, es ist jetzt keine Zeit, deinen Wagen durchgehen. Du hast mir versprochen, dass du mit dem Feldwebel reden wirst wegen meinem Schweizer Kass. Da ist keine Minute zu verlieren. Ich höre, in einer Stunde kommt er vors Feldgericht. Nur noch die Leinenhemden möchte ich durchzählen. Du Hyänenvieh! Es geht um Schweizer Kass. Ich hab den Einäugigen ins Gehölz bestellt. Sicher, der ist schon da. Uns müssen nicht gleich die ganzen 200 sein. Geh bis 150, das reicht auch. Ich bitte mir aus, dass Sie sich draußen halten. Sie werden Ihre Zwiebelsuppe schon kriegen. Lauf und handel nicht herum. Es geht ums Leben. Courage, ich wollte Ihnen ja nichts reinreden. Aber wovon sollen wir leben? Sie haben eine erwerbsunfähige Tochter am Hals. Aber ich rechne doch mit der Regimentskasse 7, Gescheiter. Die Spesen werden Sie ihm doch wohl bewilligen. Ja, aber wird dies richtig ausrichten? Aber die hat doch ein Interesse daran, dass sie den Wagen kriegt. Sie ist scharf darauf. Wer weiß, wie lange der Obrist hier bei der Stange bleibt. Mal's Korn, Kathrin. Und Sie, stehen Sie auch nicht herum wie Jesus am Ölberg. Ich denke, sie werden in uns herausgeben. Gott sei Dank sind sie bestechlich. Sie sind doch keine Wölfe, sondern Menschen und aufs Geld aus. Die Bestechlichkeit bei den Menschen ist dasselbe wie beim lieben Gott die Barmherzigkeit. Bestechlichkeit ist unsere einzige Aussicht. Solange es die gibt, gibt es milde Urteilssprüche. Und sogar der Unschuldige kann durchkommen vor Gericht. Sie wollen es machen für 200 und es muss schnell gehen. Sie haben es nicht mehr lange in der Hand. Er hat gestanden, dass er die Schatulle gehabt hat. Sie haben ihm die Daumenschrauben angelegt. Aber er hat sie den Fluss geschmissen, wie er gemerkt hat, dass sie daheim her sind. Die Schatulle ist futsch. Soll ich laufen und von meinem Oberisten das Geld holen? Die Schatulle ist futsch?
Ja, wie soll ich denn dann meine 200 wiederkriegen? Och, Sie haben geglaubt, Sie können es aus der Schatulle nehmen. Ja, da wäre ich ja fein hereingelegt worden. Machen Sie sich keine Hoffnungen. Sie müssen schon zahlen, wenn Sie den Schweizer Kars wiederhaben wollen. Oder vielleicht soll ich jetzt die ganze Sache liegen lassen, damit Sie Ihren Wagen behalten können. Damit habe ich nicht gerechnet. Du brauchst nicht drängen. Du kommst schon zu dem Wagen. Er ist schon weg. Ich habe ihn 17 Jahre gehabt. Ich muss nur einen Augenblick überlegen. Das kommt ein bisschen schnell. Was mache ich? 200 kann ich nicht geben. Etwas muss ich in der Hand behalten. Sonst kann mich jeder beliebig in den Straßengraben schubsen. Geh und sag, ich gebe 120, sonst wird nichts daraus. Da verliere ich auch schon den Wagen. Sie werden es nicht machen, der Einäugige ist sowieso in Eil. Soll ich nicht doch die ganzen 200 geben? Ich kann es nicht geben. 30 Jahre habe ich gearbeitet. Die ist schon 25 und hat noch keinen Mann. Ich weiß, was ich tue. Sag 120, sonst wird nichts draus. Sie müssen es wissen. Los, an die Arbeit. Der Schweizer Kars kommt zurück. Ich gebe auch die 200, wenn es nötig ist. Dein Bruder kriegst du. Mit 80 Gulden können wir eine Hucke mit Waren vollpacken und von vorn anfangen. Es wird überall mit Wasser gekocht. Der Herr wird's zum Guten lenken, heißt es. Das Korn soll's malen. Sie machen's nicht. Ich hab Sie gewarnt. Der Einäugige hat gleich weggehen wollen, weil es keinen Wert hat. Er hat gesagt, er erwartet jeden Augenblick, dass die Trommeln gerührt werden. Dann ist das Urteil gesprochen. Ich hab 150 geboten, er hat nicht einmal mit den Achseln gezuckt. Mit Mühe und Not ist er da geblieben, dass ich noch einmal mit Ihnen spreche. Sag, ich gebe dir 200, lauf! Mir scheint, ich habe zu lang gehandelt. Haben Sie es geschafft mit dem Handeln? 11 Kugeln hat er gekriegt, sonst nichts. Sie verdienen es nicht, dass ich mich überhaupt noch um Sie kümmere, aber ich habe aufgeschnappt, dass Sie nicht glauben, die Kasse ist wirklich im Fluss. Sie haben einen Verdacht, sie ist hier. Überhaupt, dass Sie eine Verbindung mit ihm gehabt haben. Sie wollen ihn herbringen, ob Sie sich verraten, wenn Sie ihn sehen. Sie sind dicht hinter mir! Soll ich die Katrin weghalten? Weiß sie's? Vielleicht hat sie nichts gehört von Trommeln oder nicht verstanden. Sie weiß. Hol sie. Thank you.
Da ist einer, von dem wir nicht seinen Namen wissen. Er muss aber notiert werden, dass alles in Ordnung geht. Bei dir hat er eine Mahlzeit genommen. Schau ihn dir an, ob du ihn kennst. Kennst du ihn? Was, du hast ihn nie gesehen, vorher bei dir eine Mahlzeit genommen hat? Gebt ihn auf, gebt ihn auf den Schindanger. Er hat keinen, der ihn kennt. Kennen Sie? Sie haben einen Zahlmeister von den Evangelischen bei sich gehabt, wo sich verborgen hat. Beschweren Sie sich lieber nicht. Doch, beschwere ich mich. Ich bin unschuldig. Und wenn ich es zulasse, schaut's aus, als ob ich ein schlechtes Gewissen hätte. Sie haben mir alles mit dem Säbel zerfetzt im Wagen und 5 Taler Buß für nix und wieder nix abverlangt. Ich rate Ihnen zum Guten. Halten Sie's Maul. Wir haben nicht viel Marketender und lassen Ihnen den Hampel. Besonders, wenn Sie ein schlechtes Gewissen haben und ab und zu eine Buße zahlen. Ich beschwere mich. Wie Sie wollen. Dann warten Sie, bis der Herr Rittmeister Zeit hat. Dunkel am Anton! Wo ist der gottverdammte Hund von einem Rittmeister, wo mir das Trinkgeld unterschlagt? Und pass auf mit seinem Menschen! Er muss hin sein! Halt's Maul! Du kommst in Stock! Ach, komm heraus, du Dieb! Ich hau dich zu Koteletten! Die Belohnung unterschlagen, nachdem ich in den Fluss geschwommen bin. Allein vom ganzen Fähnlein. Dass ich nicht einmal ein Bier kaufen kann. Und ich lass mir's nicht gefallen. Komm heraus, dass ich dich zerhack. Marie und Josef, das rennt sich ins Verderben. Haben Sie denn kein Trinkgeld gezahlt? Lass mich los, ich renn dich mit, wie das geht, auf ein Aufwaschen. Er hat den Gaul vom Obristen gerettet und kein Trinkgeld bekommen. Er ist noch jung und nicht lang genug dabei. Lass ihn los, er ist doch kein Hund, wo man in Ketten legen muss. Trinkgeld haben wollen ist doch ganz vernünftig. Warum zeichnet er sich sonst aus? Dass der sich bös aufdrehen. Ihr seid so Hosenscheißer. Ich habe was Besonderes gemacht und ich will mein Trinkgeld haben. Junger Mensch, brüllen Sie mich nicht an, ich habe meine eigenen Sorgen. Überhaupt, schonen Sie Ihre Stimme, Sie möchten Sie brauchen, bis der Rittmeister kommt. Nachher ist er da und Sie sind heiser und bringen keinen Ton heraus. Solche, wo so brüllen, machen es nicht lang. Eine halbe Stunde, dann muss man sie in den Schlaf singen. So erschöpft sind Sie. Ich bin nicht erschöpft, ich habe Hunger. Der verhurt mein Trinkgeld und ich habe Hunger. Er muss hin sein. Ich verstehe, dass Sie einen Zorn haben. Ich leid's nicht. Reden Sie nicht. Ich vertrag keine Ungerechtigkeit. Da haben Sie recht. Aber wie lange? Wie lange vertragen Sie keine Ungerechtigkeit? Eine Stunde oder zwei? Sehen Sie? Das haben Sie sich noch nicht gefragt, obwohl es die Hauptsache ist. Warum? Im Stock ist's ein Elend. Wenn Sie entdecken, jetzt vertragen Sie es Unrecht plötzlich. Weiß nicht, warum ich Ihnen zuhöre. Sie hören mir zu, weil Sie schon wissen, was ich sage. Dass Ihre Wut schon verraucht ist. Es ist nur eine kurze gewesen und Sie brauchten eine lange. Aber woher nehmen? Wollen Sie etwas sagen, wenn ich das Trinkgeld verlange? Das ist nicht billig. Im Gegenteil, ich sage nur, Ihre Wut war nicht lang genug. Mit der können Sie nichts ausrichten. Wenn Sie eine lange hätten, würde ich Sie noch aufhetzen. Zerhacken Sie den Hund, würde ich Ihnen dann noch raten. Aber was, wenn Sie ihn dann gar nicht zerhacken?
weil sie schon spüren, wie sie den Schwanz einziehen. So, das will ich sehen, ob ich ihn nicht zerhack. Wenn er kommt, zerhack ich ihn. Der Herr Rittmeister kommt gleich. Hinsetzen! Er sitzt schon. Sehen Sie, was habe ich Ihnen gesagt? Sie sitzen schon. Ja, die kennen sich aus in uns. Die wissen, wie sie es machen müssen. Hinsetzen! Schon sitzen wir. Und im Sitzen gibt's keinen Aufruhr. Vor mir brauchen Sie sich nicht genieren. Ich bin nicht besser. Uns haben Sie allen unsere Schneid abgekauft. Warum? Ich werde Ihnen was erzählen. Von der großen Kapitulation. Einst im Lenze meiner jungen Jahre dachte auch ich, dass ich was ganz Besonderes bin. Nicht wie jede beliebige Häuslerstochter mit meinem Aussehen und Talent und meinem Drang nach Hörem. Und bestellte meine Suppe ohne Haare. Und von mir, sie hatten's kein Gewinn. Alles oder nix, jedenfalls nicht der nächstbeste. Jeder ist seines Glückes Schmied. Ich lass mir keine Vorschriften machen. Doch vom Dach der Stadt pfiff Waldfeier. Und du marschierst in der Kapelle im Gleichschritt langsam oder schnell und bläsest deinen kleinen Ton. Jetzt kommt er schon und jetzt das Ganze schwingt. Der Mensch denkt, Gott lenkt, keiner redet davon. Bevor das Jahr ward abgefahren, lernte ich zu schlucken meine Medizin. Zwei Kinder auf dem Hals und bei dem Brotpreis und was alles verlangt wird. Als sie einmal mit mir fix und fertig waren, hatten sie mich auf dem Arsch und auf den Knien. Man muss sich stellen mit den Leuten. Eine Hand wäscht die andere. Mit dem Kopf kann man da nicht durch die Wand. Und vom Dach der Stadt pfiff noch kein Jahr. Und sie marschiert in der Kapelle im Gleichschritt langsam oder schnell und bläset ihren kleinen Ton. Jetzt kommt er schon und jetzt das Ganze schwingt. Der Mensch denkt, Gott lenkt, keiner redet davon. Sah ich schon den Himmel stürmen und kein Stern ward ihnen groß und weit genug. Der Tüchtige schafft es, wo ein Wille ist, auch ein Weg. Wir werden den Laden schon schmeißen. Doch sie fühlten bald beim Berg auf Berge türmen, wie doch schwer man schon an einem Stroh trug. Man muss sich nach der Decke strecken. Und vom Dach der Stadt pfeift Wartpeier. Und sie marschiert in der Kapelle im Gleichschritt langsam oder schnell. Blasen ihren kleinen Ton. Jetzt kommt er schon und jetzt
davon. Und darum denke ich, du sollst da bleiben mit meinem offenen Schwert, wenn es dir wirklich danach ist. Und dein Zorn ist groß genug, denn du hast einen guten Grund. Aber wenn dein Zorn ein kurzer ist, geh lieber gleich weg. Leck mich am Arsch. Der Rittmeister ist gekommen. Jetzt können Sie sich beschweren. Ich hab's mir anders überlegt. Ich beschwere mich nicht. Jetzt setzt sich der Trauerzug in Bewegung. Schade um den Welthauptmann. 22 Paar von den Socken. Dass er gefallen ist, heißt es, war ein Unglücksfall. Es war Nebel auf der Wiesen. Der war schuld. Der Feldhauptmann hat noch einem Regiment zugerufen, sie sollen todesmutig weiterkämpfen, und ist dann zurückgeritten. In dem Nebel hat er sich aber in der Richtung geirrt, sodass er nach vorn war und er mitten in der Schlacht eine Kugel erwischt hat. 10 Leibriemen. Eine Schande, dass ihr euch vom Begräbnis von einem toten Feldhauptmann trübt. Man hätte das Geld nicht vorm Begräbnis auszahlen sollen. Jetzt besaufen Sie sich, anstatt dass Sie zum Begräbnis gehen. Müssen Sie nicht zum Begräbnis. Ich habe mich gedrückt. Wegen Regen. Nein! Herein kommt ihr mir nicht mit euren Dreckstiefeln. Ihr könnt draußen saufen. Hey. Erst Geld. Ein Schnaps wird schnell, sei gescheit. Ein Reiter hat kein Zeit, muss für sein Kaiser streiten. Muss für sein Kaiser streiten. Jetzt defilieren's vor der hohen Leiche. Mir tut so ein Feldhauptmann oder Kaiser leid. Er hat sich vielleicht gedacht, er tut was Übriges und was, wovon die Leute noch reden in künftigen Zeiten, und kriegt ein Standbild. Zum Beispiel, er erobert die Welt. Ja, das ist ein großes Ziel für einen Feldhauptmann. Der weiß es nicht besser. Kurz, der rackert sich ab und dann scheitert es am gemeinen Volk, was vielleicht einen Krug Bier will. Und nichts Höheres. Die schönsten Pläne sind schon zu Schanden geworden durch die Kleinlichkeit von denen, wo sie ausführen sollen. Denn die Kaiser selber können ja nichts machen. Die sind ja angewiesen auf die Unterstützung von ihren Soldaten und dem Volk. Hab ich recht? Courage, ich gebe Ihnen recht. Bis auf die Soldaten. Die tun, was sie können.
mit denen getraue ich mich 100 Jahre lang, einen Krieg nach dem anderen zu machen. Und zwei auf einmal, wenn es sein muss. Und ich bin kein gelernter Feldhauptmann. Dann meinen Sie nicht, dass der Krieg ausgehen könnte? Weil der Feldhauptmann hin ist? Seien Sie nicht kindisch. Solche finden sich ein Dutzend. Helden gibt's immer. Sie fragt das nicht aus Hetz, sondern weil ich mir überlege, ob ich neue Vorräte einkaufen soll, was gerade billig zu haben sind. Aber wenn der Krieg dann ausgeht, kann ich die Sachen wegschmeißen. Ja, ich versteh's, dass Sie es ernst meinen. Es hat immer welche gegeben, die gehen herum und sagen, einmal hört der Krieg auf. Ich sag, dass der Krieg einmal aufhört, ist nicht gesagt. Es kann natürlich einmal zu einer kleinen Pause kommen. Der Krieg kann sich verschnaufen müssen. Ja, er kann sogar sozusagen verunglücken. Davor ist er nicht gesichert. Es gibt ja nichts Vollkommenes all hier auf Erden. Einen vollkommenen Krieg, sodass man sagen könnte, an dem ist nichts mehr auszusetzen, wird's vielleicht nie geben. Plötzlich kann er ins Stocken kommen, an was Unvorhergesehenem. An alles kann kein Mensch denken. Vielleicht ein kleines Übersehen und das Schlamassel ist da. Und dann kann man den Krieg wieder aus dem Dreck ziehen. Aber die Kaiser und die Könige und der Papst, die werden ihm schon zu Hilfe kommen in seiner Not. Und so hat er im Ganzen nichts Ernstliches zu fürchten. Und ein langes Leben liegt vor ihm. Wenn ich Ihnen trauen könnte. Und der Frieden, was ist mit ihm? Ich bin aus Böhmen und möchte gelegentlich heim. So möchten Sie. Ja, der Frieden. Was wird aus dem Loch, wenn der Käse gefressen ist? Auf die Dauer kann man nicht ohne Frieden leben. Ja, ich möchte sagen, den Frieden gibt's im Krieg auch. Er hat seine friedlichen Stellen. Der Krieg befriedigt nämlich alle Bedürfnisse, auch die friedlichen darunter. Dafür ist gesorgt, sonst möchte er sich nämlich nicht halten können. Im Krieg kannst du auch kacken, wie im tiefsten Frieden. Zwischen dem einen Gefecht und dem anderen gibt's ein Bier. Ja, sogar auf dem Vormarsch kannst du ein Nickerchen machen auf dem Ellbogen. Das ist immer möglich im Straßengraben. Natürlich beim Stürmen kannst du nicht Karten spielen, aber das kannst du beim Ackerpflügen im tiefsten Frieden auch nicht. Aber nach dem Sieg gibt's Möglichkeiten. Und was hindert dich, dass du dich vermehrst inmitten all dem Gemetzel? In deiner Scheune oder woanders? Davon bist du auf die Dauer nicht abzuhalten. Und dann hat der Krieg deine Sprösslinge und kann mit ihnen weiterkommen. Nein, nein, der Krieg findet immer einen Ausweg, was nicht gar. Warum sollte er aufhören müssen? Dann kaufe ich also die Waren. Ich verlasse mich auf Sie. Katrin! Jesus, die wart doch auf den Frieden. Ich habe ihr einen Mann versprochen, wenn Frieden ist. Ich habe gewonnen, weil Sie geredet haben. Sie zahlen. Katrin, sei vernünftig. Der Krieg geht noch ein bisschen weiter und wir machen noch ein bisschen Geld. Dann wird der Friede umso schöner. Du gehst jetzt in die Stadt, das sind keine 5 Minuten von hier, und holst die Sachen aus dem Goldenen Löwen. Nur die wertvolleren. Die anderen holen wir dann später mit dem Wagen. Es ist alles abgemacht. Der Herr Regimentsschreiber begleitet dich. Da kann dir nichts geschehen. Die meisten sind beim Begräbnis des Feldhauptmanns. Mach's gut, lass dir nichts wegnehmen. Denk an deine Aussteuer. Können Sie sie mit dem Schreiber gehen lassen? Aber die ist ja nicht so hübsch, dass sie einen ruinieren möchte. Wie Sie so Ihren Handel führen und immer durchkommen, das habe ich schon oft bewundert. Ich verstehe es, dass man Sie die Courage geheißen hat. Die armen Leute brauchen Courage. Warum? Sie sind verloren. Schon, dass sie aufstehen in der Früh, heißt, was in ihrer lag. Oder dass sie einen Acker umpflügen und im Krieg. Schon, dass sie Kinder in die Welt setzen. Beweis, dass sie Courage haben, denn die haben keine Aussichten. Courage? Schon, dass sie einen Kaiser und einen Papst dulden, beweist, dass sie eine unheimliche Courage haben. Denn die kosten ihnen das Leben. Die könnten eigentlich ein
Ein bisschen Kleinholz machen. Ich bin eigentlich Seelsorger und nicht Holzhacker. Ich habe aber keine Seele. Dagegen brauche ich Brennholz. Was ist das für eine Stummelpfeif? Halt eine Pfeif? Nein, nicht halt eine, sondern eine ganz bestimmte. So? Ja, das ist die Stummelpfeif von dem Koch vom Ochsensterna-Regiment. Na, wenn Sie es wissen, warum fragen Sie denn dann so scheinheilig? Weil ich halt nicht weiß, ob Sie sich bewusst sind, dass Sie gerade die rauchen. Hätte doch sein können, Sie fischen nur so in Ihren Habseligkeiten herum und da kommt Ihnen irgendeine Stummelpfeife in die Finger und Sie nehmen sie halt aus reiner Geistesabwesenheit. Und warum sollte es nicht so sein? Weil es nicht so ist. Sie rauchen sie bewusst. Und wenn ich das täte? Courage, ich warne Sie. Das ist meine Pflicht. Sie werden den Herrn kaum mehr zu Gesicht kriegen, aber das ist nicht Schad, sondern Ihr Glück. Er hat mir keinen verlässlichen Eindruck gemacht, im Gegenteil. So? Ja, so ein netter Mensch. So, das nennen Sie einen netten Menschen. Ich nicht. Ich bin weit entfernt, ihm etwas Böses zu wollen, aber nett kann ich ihn nicht nennen. Eher einen Don Juan, einen raffinierten. Und jetzt schauen Sie sich die Pfeife an, wenn Sie mir nicht glauben. Sie müssen zugeben, dass die allerhand von seinem Charakter verrät. Ich sehe nichts. Gebraucht ist sie. Durchgebissen ist sie halb. Ein Gewaltmensch. Das ist die Stummelpfeife von einem rücksichtslosen Gewaltmenschen. Das sehen Sie doch, wenn Sie noch nicht alle Urteilskraft verloren haben. Hacken Sie mir nicht, meinen Hack flog durch. Ich habe Ihnen gleich gesagt, ich bin kein gelernter Holzhacker. Ich habe Seelsorgerei studiert. Aber hier werden ja meine Gaben und Fähigkeiten missbraucht zu körperlicher Arbeit. Meine mir von Gott verliehenen Talente kommen überhaupt nicht zur Geltung. Das ist eine Sünd. Sie haben mich nicht predigen hören. Ich kann ein ganzes Regiment nur mit einer Ansprache so in Stimmung versetzen, dass es den Feind für eine Hammelherde ansieht. Ihr Leben ist ihnen wie ein alter, verstunkener Fußlappen, den sie wegwerfen in Gedanken an den Endsieg. Gott hat mir die Gabe der Sprachgewalt verliehen. Ich predige, dass ihnen Hören und Sehen vergeht. Aber ich will ja gar nicht, dass mir Hören und Sehen vergeht. Was tue ich da? Courage. Ich habe mir schon oft gedacht, ob Sie mit Ihren nüchternen Reden nicht einfach nur eine warmherzige Natur verbergen. Auch Sie sind ein Mensch und brauchen Wärme. Wir kriegen das Zelt am besten warm, wenn wir genug Brennholz haben. Jetzt lenken Sie ab. Im Ernst, Courage, ich frage mich mitunter, wie es wäre, wenn wir unsere Beziehung etwas enger gestalten würden. Ich meine, nachdem uns der Wirbelsturm der Kriegszeiten so seltsam zusammengewirbelt hat. Ich denke, sie ist eng genug. Ich koche Ihnen das Essen und Sie betätigen sich und machen zum Beispiel Brennholz. Sie wissen genau, was ich mit enger meine. Das ist nicht eine Beziehung mit Essen und Holzhacken und solche niedrigen Bedürfnisse. Lassen Sie Ihr Herz sprechen. Verhärten Sie sich nicht. Kommen Sie nicht mit dem Beil auf mich zu. Das wäre mir eine zu enge Beziehung. Ziehen Sie es nicht ins Lächerliche. Ich bin ein ernster Mensch und habe mir überlegt, was ich sage. Feldprediger, seien Sie gescheit. Sie sind mir sympathisch und ich möchte Ihnen nicht den Kopf waschen müssen. Auf was ich aus bin, ist, meine Kinder durchzubringen mit den Wagen. Hacken Sie uns das Holz, dann haben wir es am Abend warm. Und das ist doch schon sehr viel in diesen Zeiten. Bist du überfallen worden? Auf dem Rückweg? Sie ist auf dem Rückweg überfallen worden. Schmeiß das Zeug weg. Das ist gar nicht schlimm. Die Wunde ist nur eine Fleischwund. Ich verbinde sie dir und in einer Woche ist sie geheilt. Die sind schlimmer wie die Tiere. Ich werfe Ihnen nichts vor. Daheim haben Sie nicht geschändet. Schuld sind die, wo Kriege anstiften. Die kehren das Unterste zu Oberst in die Menschen. Hat dich der Schreiber nicht nach Haus begleitet? Was kommt davon? Weil du eine anständige Person bist, da scheren sie sich nicht drum.
Die Wunde ist gar nicht tief, da bleibt nichts zurück. So, jetzt ist sie verbunden. Sei ruhig, du kriegst was. Ich hab dir insgeheim was aufgehoben. Du wirst schauen. Was? Da schaust du. Die hast du doch immer wollen. Da hast du sie. Zieh sie schnell an, dass es mich nicht reut. Die Schuhe sind noch gut. Ich habe sie eingeschmiert, aufgehoben. Hoffentlich bleibt sie nicht verunstaltet. Eine Narbe wird bleiben. Auf den Frieden braucht ihn nimmer warten. Aber die Sachen hat sie sich nicht nehmen lassen. Wenn ich nur wüsste, wie es in ihrem Kopf ausschaut. Einmal ist sie ausgeblieben, eine Nacht. Nur einmal in all die Jahre. Danach ist sie herumgegangen wie vorher. Hat nur stärker gearbeitet. Ich konnte nicht rauskriegen, was sie erlebt hat. Ich habe mir eine Zeit lang den Kopf zerbrochen. Was ist der Krieg? Eine schöne Einnahmequelle. Jetzt begraben Sie den Feldhauptmann. Das ist ein historischer Augenblick. Mir ist ein historischer Augenblick, dass Sie meiner Tochter was aufgeschlagen haben. Die ist schon halb kaputt. Einen Mann kriegt die nimmer mehr. Und dabei ist so ein Kindernarr. Stumm ist sie auch nur wegen dem Krieg. Ein Soldat hat ihr als klein was in den Mund geschobt. Den Schweizer Kass sehe ich nicht mehr. Und wo der Eilef ist, das weiß Gott. Der Krieg soll verflucht sein! Ich lasse mir den Krieg von euch nicht madig machen. Es heißt, er vertilgt die Schwachen. Aber die sind auch hin im Frieden. Nur der Krieg nährt seine Leute besser. Und geht er über deine Kräfte, bist du beim Sieg halt nicht dabei. Der Krieg ist nichts als nur Geschäfte. Und statt mit Käse ist mit Blei. Und was würde schon sesshaft werden nützen? Die Sesshaften sind zuerst hin. So mancher wollt so manches haben, was es für manchen gar nicht gab. Er wollt sich schlau ein Schlupfloch graben und grub sich nur sein frühes Grab. Sah ihn sich abjagen,
früh sein? Wir sind die ganze Nacht 20 Meilen hergelaufen und müssen noch zurück heute. Was soll ich denn mit Bettfedern? Die Leute haben keine Häuser. Warten's lieber, bis sie sie sehen. Da ist auch nichts. Komm. Dann verpfänden sie uns das Dach über den Kopf für die Steuern. Vielleicht gibt sie 3 Gulden, wenn du das Kreuzel zulegst. Horch, Mutter! Frieden! Frieden! Der Schwedenkönig ist gefallen! Was ist denn das für ein Geläut mitten in der Woche? Was schreien Sie da? Na, sagen Sie mir jetzt nicht, dass Friede ausgebrochen ist, wo ich gerade neue Vorräte eingekauft habe. Ist wahr! Frieden! Seit 3 Wochen heißt's! Wir haben's nur nicht erfahren! Na ja, warum sollten Sie auch sonst die Glocken läuten? In der Stadt sind schon ein ganzer Haufen Lutherische angekommen. Die haben die Neuigkeit gebracht. Jesus, Maria und Josef, Friede. Katrin, zieh dein Schwarzes an. Wir gehen in den Gottesdienst. Das sind wir unserem Schweizer Kass schuldig. Mutter, es ist Frieden. Was hast du? Jetzt bringe ich die Sattlerei wieder in Gang. Ich verspreche dir's. Alles kommt in Ordnung. Kannst du laufen? Schlecht ist dir geworden. Das ist die Nachricht. Sie hat's nicht geglaubt, dass es noch Frieden wird. Wir gehen gleich heim. Gebt dir einen Schnaps. Sie sind schon fort. Was ist im Lager drüben? Sie laufen zusammen, ich gehe hinüber. Soll ich nicht mein geistliches Gewand anziehen? Erkundigen Sie sich erst genauer, bevor Sie sich zu erkennen geben als Antichrist. Ich bin eigentlich froh über den Frieden, wenn ich auch ruiniert bin. Wenigstens 2 meiner Kinder hätte ich also durchgebracht durch den Krieg. Jetzt werde ich meinen Eilef wiedersehen. Und wer kommt da die Lagergasse herunter, wenn das nicht der Koch vom Feldhauptmann ist? Wen sehe ich? Den Feldprediger! Courage, ein Besuch! Jesus, der Koch vom Feldhauptmann! Nach all die Jahren! Ich hab's doch versprochen, ich komme, sobald die Zeit hab, herüber zu einem kleinen Gespräch. Ich hab Ihren Brandwein nicht vergessen, Frau Vierling. Wo ist mein Eilef, mein Ältester? Ist er noch nicht da? Er ist vor mir weg und wollte auch zu Ihnen. Ich zieh mein geistliches Gewand an. Katrin, der Eilef kommt. Hol ein Glas Branntwein für den Koch. Aber was, gib ein bisschen hart drüber, das macht doch nichts. Herr Lamp ist doch kein Fremder. Katrin! Sie will nicht heraus. Die macht sich nichts aus dem Frieden. Der hat zu lang auf sich warten lassen. Sie haben sie über das eine Auge geschlagen. Man sieht schon kaum mehr. Aber sie meint, die Leute stehen auf sie. Ja, der Krieg. Setzen wir uns. Koch, Sie treffen mich im Unglück. Ich bin ruiniert. Was? Das ist aber ein Pech. Der Friede bricht mir den Hals. Ich habe auf den Feldprediger seinen Rat noch neulich neue Vorräte eingekauft. Und jetzt wird sich alles verlaufen und ich sitze auf meine Waren. Wie können Sie auf den Feldprediger hören? Wenn ich damals Zeit gehabt hätte, aber die Katholiken sind zu schnell gekommen, hätte ich Sie vor dem gewarnt. Das ist ein Smalcher. So, der führt bei Ihnen jetzt das große Wort. Er hat mir das Geschirr gewaschen und ziehen helfen. Der und ziehen, der wird Ihnen schon auch ein paar von seinen Witzen erzählt haben, wie ich den kenne. Der hat eine ganz unsaubere Anschauung vom Weib. Ich habe meinen Einfluss umsonst bei ihm geltend gemacht. Er ist unsolid. Sind Sie solid? Wenn ich nix bin, bin ich solid. Prost. Sie, das ist nix solid. Ich habe nur einen gehabt, Gott sei Dank, wo solid war. So habe ich nirgends schuften müssen.
Der hat die Decken verkauft von den Kindern im Frühjahr. Ich finde, sie empfehlen sich nicht, wenn sie sagen, sie sind solid. Sie haben noch immer Haare auf die Zehen. Aber ich setze sie darum. Na, sagen Sie mir jetzt nicht, dass Sie von meinen Haaren auf die Zehen geträumt haben. Ja, jetzt sitzen wir hier und Friedensglocken und Ihr Branntwein, wie nur Sie ihn aussenken, das ist ja berühmt. Ich mach mir im Moment nichts aus Friedensglocken. Ich sehe nicht, wie Sie den Sold auszahlen wollen, wo im Rückstand ist. Und wo bleibe ich da mit meinem berühmten Branntwein? Habt ihr denn ausbezahlt bekommen? Das nicht grad. Darum haben wir uns ja aufgelöst. Unter diese Umstand habe ich mir gedacht, was soll ich bleiben? Ich besuche inzwischen Freunde. Und so sitze ich jetzt bei Ihnen. Das heißt, Sie haben nichts. Mit dem Glockengebammel! Könnten Sie wirklich aufhören, nachgerad. Ich käme gern in Irchen einen Handel mit was. Ich habe keine Lust mehr, denen den Koch machen. Ich soll ihnen aus Baumwurzeln und Schuhleder was zusammenpanschen und dann schütten sie mir die heiße Suppe ins Gesicht. Heute Koch, das ist ein Hundeleben. Lieber Kriegsdienst tun, aber freilich, jetzt ist ja Frieden. Wir reden später darüber weiter. Ist noch ganz gut. Nur ein paar Motten waren drin. Ich sehe nur nicht, wozu sie sich die Mühe machen. Sie werden doch nicht wieder eingestellt. Wen sollten Sie jetzt auch anfeuern, dass er sein Leben in die Schanz schlägt? Ich habe mit Ihnen überhaupt noch ein Hühnchen zu rupfen, weil Sie die Dame zu einem Einkauf von überflüssigen Waren geraten haben. Unter der Angabe, der Krieg geht ewig. Ich möchte wissen, was Sie das angeht. Weil es gewissenlos ist, Thomas. Wie können Sie sich in die Geschäftsordnung von anderen Leuten einmischen mit ungewünschten Ratschlägen? Wer mischt sich ein? Ich habe nicht gewusst, dass Sie eine so enge Freundin von dem Herrn sind und ihm Rechenschaft schulden. Aber regen Sie sich doch nicht auf. Der Koch sagt doch nur seine Privatmeinung. Und Sie können nicht leugnen, dass Ihr Krieg eine Niete war. Courage, Sie sollten sich nicht am Frieden versündigen. Sie sind eine Hyäne des Schlachtfeldes. Was bin ich? Wenn Sie meine Freunde beleidigen, kriegen Sie es mit mir zu tun. Mit Ihnen rede ich nicht. Sie haben mir zu durchsichtige Absichten. Aber wenn ich Sie den Frieden entgegennehmen sehe, wie ein altes, verrotztes Sacktuch zwischen Daumen und Zeigefinger, dann empöre ich mich. Menschlich. Denn dann sehe ich, dass Sie nicht den Frieden wollen, sondern den Krieg, weil Sie Gewinne machen. Dann vergessen Sie aber auch nicht den alten Spruch, wer mit dem Teufel frühstücken will, muss einen langen Löffel haben. Ich habe nichts für den Krieg übrig und er hat wenig genug für mich übrig. Jedenfalls verbiete ich mir die Hyänen. Wir sind geschiedene Leute. Aber warum beklagen Sie sich denn über den Frieden, wenn alle Menschen aufatmen? Wegen ein paar alte Klamotten in Ihrem Wagen? Meine Waren sind keine alten Klamotten, sondern davon lebe ich. Und Sie haben es bisher auch. Also vom Krieg, aha. Als ausgewachsener Mensch hätten Sie sich sagen müssen, dass man keinen Rat gibt. Ach. In der Lage können Sie jetzt nichts Besseres mehr tun, als gewisse Waren schnell loslachen, bevor die Preise ins Aschgraue sinken. Gehen Sie los, ziehen sich an, verlieren Sie keine Minute. Das ist ein sehr vernünftiger Rat. Ich glaube, ich mach's. Weil der Koch es sagt. Na, warum haben Sie es denn nicht gesagt? Er hat recht. Ich gehe lieber auf den Markt. Einen für mich, Feldprädikant. Mit mir sollten Sie sich nicht hinstellen. So ein Hahnenkampf passt sich nicht für Ihr Gewand. Wenn Sie jetzt nicht das Maul halten, bringe ich Sie um, ob sich das passt oder nicht. Wenn Sie nicht so ein gottloser Lump geworden wären, könnten Sie jetzt im Frieden leicht wieder zu einem Pfarrhaus kommen. Köch wird man nicht brauchen. Zum Kochen ist nichts da, aber geglaubt wird immer noch, da hat sich nichts verändert. Herr Lamp, ich muss Sie bitten, mich hier nicht hinauszudrängeln. Seit ich verlumpt bin, bin ich ein besserer Mensch geworden. Ich könnte denen gar nicht mehr predigen. Holla! Ihr Leut! Ist das bei Mutter Courage? Ganz recht. Und mit wem haben wir das Vergnügen? Mit der Obristin Starhemberg, gute Leute. Wo ist die Courage? Courage, die Obristin Starhemberg wünscht Sie zu sprechen. Ich komm gleich. Ich bin die Yvette. Ach, die Yvette. Nur nachschauen, wie es geht. Peter. Yvette. Sowas.
Wie kommst denn du daher? Im Vierspanner. Ach, ihr kennt's euch. Intim? Man möcht's meinen. Fett! Du gehörst auch nicht mehr zu die Slangsten. Ebenfalls schön, dass ich dich wiedersehe. Dann kann ich dir sagen, was ich von dir denk. Ja, ja, sagen Sie es ganz genau. Aber warten Sie, bis die Courage heraus ist. Yvette, Courage! Ja, warum bist du denn in Trauer? Steht's mir nicht. Mein Mann, der Obrist, ist vor ein paar Jahren gestorben. Der Alte, wo beinahe meinen Wagen gekauft hat? Sein älterer Bruder. Wenigstens eine, wo es im Krieg zu was gebracht hat. An Ihrer Stelle möchte ich die Schuhe wieder anziehen. Frau Obristin, Sie haben versprochen, Sie sagen, was Sie von dem Herrn denken. Yvette, mach keinen Stunk hier. Das ist ein Freund von mir, Yvette. Das ist der Pfeifenpeter. Lass die Spitznamen. Ich heiße Peter Lamp. Der Pfeifenpeter, wo die Weiber verrückt gemacht hat, Sie. Ihre Pfeife habe ich aufbewahrt. Und daraus geraucht. Ein Glück, dass ich Sie vor dem warnen kann. Das ist der Schlimmste, wo an der ganzen flandrischen Küste herumgelaufen ist. An jeden Finger eine, die er ins Unglück gebracht hat. Das ist lange her, das schon nicht mehr war. Steh auf! Wenn eine Dame dich ins Gespräch zieht, ehe ich diesen Menschen geliebt habe. Und zur gleichen Zeit hat er eine andere gehabt, eine kleine Schwarze mit krumme Beinen. Die hat er auch ins Unglück gebracht, natürlich. Dich habe ich jedenfalls eher ins Glück gebracht, wie es scheint. Halt's Maul, traurige Ruin. Aber hüten Sie sich vor dem. So einer bleibt gefährlich. Auch im Zustand des Verfalls. Komm, Yvette, ich muss mein Zeug losschlagen, vor die Preis sinken. Vielleicht kannst du mir helfen beim Regiment mit deinen Beziehungen. Katrin, aus der Kirche wird nichts. Stattdessen gehe ich auf den Markt. Wenn der Eilif kommt, gebt ihm was zu trinken. Dass mich sowas einmal hat vom geraden Weg abbringen können. Pfeifen, Peter. Ich möchte unserer Unterhaltung das Wort zugrunde legen. Gottesmühlen mal langsam. Und Sie beschweren sich über meine Witze. Ich hab halt kein Glück. Ich sag's, wie es ist. Ich hab auf eine warme Mahlzeit gehofft. Ich bin ausgehungert. Jetzt reden die über mich. Und sie kriegt ein ganz falsches Bild von mir. Ich glaube, es ist besser, ich gehe, ehe sie zurück ist. Ja, das glaube ich auch. Feldprädikant, mir hangt der Frieden schon wieder zum Hals heraus. Die Menschheit muss hingehen durch Feuer und Schwert, weil sie sündig ist von Kindesbeinen an. Ich könnte dem Feldhauptmann, wo Gott weiß, wo ist, wieder einen fetten Kapaun braten in Senfsoße mit bis auf gelbe Rüben. Rotkohl, zu Kapaun Rotkohl. Das ist richtig. Aber er hat gelbe Rüben wollen. Er hat nichts verstanden. Sie haben es immer wacker mitgefressen. Mit Widerwillen. Jedenfalls müssen Sie so geben, dass das noch Zeiten waren. Also das würde ich eventuell noch zugeben. Nachdem Sie eine Hyäne geheißen haben, sind für Sie hier keine Zeiten mehr. Hey, was stieren's denn? Der Eilif! Was ist denn mit dir los? Wo ist die Mutter? In die Stadt. Ich habe gehört, sie ist hier. Sie haben mir erlaubt, dass ich sie noch besuchen darf. Wo führt ihr denn hin? Nicht zum Guten. Was hat er angestellt? Bei einem Bauern ist er eingebrochen. Die Frau ist hin. Wie hast du das machen können? Ich habe nichts anderes gemacht als vorher auch. Aber im Frieden! Halt das Maul! Kann ich mich hinsetzen, bis sie kommt? Wir haben keine Zeit. Im Krieg haben sie ihn dafür geehrt. Zur Rechten vom Feldhauptmann ist er gesessen. Da war's Kühnheit. Könnte man nicht mit dem Profoss reden? Das nutzt nichts. Einem Bauern sein Vieh wegnehmen, was wäre daran kühn? Das war eine Dummheit. Wenn ich dumm gewesen wäre, dann wäre ich verhungert, du Klugscheißer. Und wenn du klug warst, kommt dir der Kopf herunter, du Dummkopf. Wir wollen wenigstens die Katrin herausholen. Lass sie drin. Gib mir lieber einen Schluck Schnaps. Wir haben keine Zeit. Komm!
Und was sollen wir deiner Mutter ausrichten? Sag ihr, es war nichts anderes. Sag ihr, es war dasselbe. Oder sag ihr gar nichts. Ich gehe mit dir deinen schweren Weg. Ich brauche keinen Pfaffen. Das weißt du noch nicht. Ich werde es ihr doch noch sagen müssen. Sie wird ihn noch sehen wollen. Nein, nein. Sag sie ja lieber nichts. Inzwischen bin ich zurück und kann es ihr beibringen. Wollen Sie nicht rauskommen? Ich kann's ja verstehen, dass Sie sich vom Frieden verkrochen haben. Ich möcht's auch. Ich bin der Koch vom Feldhauptmann. Erinnern Sie sich an mich? Ich frage mich, ob Sie ein bisschen was zu essen hätten, ehe Ihre Mutter zurückkommt. Ich hätte gerade Lust auf den Speck. Oder auch Brot, nur wegen der Langeweile. Hat die Decke über dem Kopf. Koch, der Frieden ist schon wieder aus. Schon seit 3 Tagen ist wieder Krieg. Ich habe mein Zeug noch nicht losgeschlagen gehabt, wie ich es erfahren habe. Gott sei Dank, in der Stadt schießen sie sich schon mit den Lutherischen. Wir müssen gleich weg. Katrin, packen! Warum sind Sie betreten? Was ist mit Ihnen? Nix. Doch ist was. Ich sehe es Ihnen an. Der Elif war da. Er hat nur gleich wieder weg müssen. War er da? Na, dann werden wir ihn auf dem Marsch sehen. Ich ziehe mit den unseren jetzt. Wie sieht er aus? Wie immer. Hat er was erzählt? Steht er sich gut mit dem Hauptmann? Hat er was von seinen Heldentaten berichtet? Eine hat er, höre ich. Noch einmal wiederholt. Na, Sie erzählen es mir später. Wir müssen gleich weg. Katrin, der Frieden ist schon wieder rum. Wir ziehen weiter. Was ist mit Ihnen? Ich lass mich anwerben. Ich schlag Ihnen vor. Wo ist der Feldprediger? In die Stadt mit dem Eilif. Na, da kommen Sie ein Stückchen mit. Ich brauche eine Hilfe. Ich sag nicht nein. Wir müssen hinten rum, zu den Lutherischen. Vielleicht sehe ich meinen Eilif noch heute Nacht. Der ist mir der Liebste von allen. Gehen Sie an den Deichsel. Ein kurzer Frieden war's und schon geht's weiter. Von Ulm nach Metz, von Metz nach Mähren. Bye.
Es ist alles dunkel. Noch niemand auf. Aber ein Pfarrhaus. Und zum Glockenläuten muss er aus den Federn kriechen. Dann hat er eine warme Suppe. Wenn der Pfaff hat, gibt er nichts. Vielleicht, wenn wir singen. Ich hab's bis oben auf. Ich habe einen Brief aus Utrecht, dass meine Mutter an der Cholera gestorben ist und das Wirtshaus gehört mir. Ja, da ist der Brief, wenn's nicht glaubst. Ich zeige ihn dir, wenn's dich auch nichts angeht, was meine Tante über meinen Lebenswandel smiert. Ich bin das Herumziehen auch schon müde. Ich komm mir vor wie ein Schlachterhund. Zieht's Fleisch für die Kunden und kriegt nichts davon ab. Hab nichts zu verkaufen und die Leute haben nichts. Das ist nichts zu zahlen. In Pommerschen sollen die Dörfler schon die jüngeren Kinder aufgegessen haben. Und Nonnen haben sie bei Raubüberfällen erwischt. Die Welt stirbt aus. Manchmal sehe ich mich schon mit meinen Planwagen durch die Hölle fahren, Pech verkaufen. Oder durch den Himmel Wegzehrung ausbieten an irrende Seelen. Wenn ich mit meinen Kindern, wo mir verblieben sind, eine ruhige Stelle fänd, wo nicht herumgeschossen wird, möchte ich noch ein paar ruhige Jahre haben. Wir könnten das Wirtshaus aufmachen. Anna, überleg dir's. Ich hab heute Nacht meinen Entschluss gefasst. Ich gehe mit dir oder ohne dich nach Utrecht zurück. Und zwar heute. Ich muss mit der Katrin reden. Das kommt ein bisschen schnell. Und ich fass meinen Schlüssel ungern in der Kälte und mit nichts im Magen. Katrin! Katrin! Ich muss dir was mitteilen. Der Koch und ich wollen nach Utrecht. Er hat eine Wirtschaft dort geerbt. Da hätten wir unser gesichertes Essen. Das wäre fein, nicht? Du hättest deine Bettstatt. Das passt dir, wie? Auf der Straße ist kein Leben für die Dau. Du müsst verkommen, verlaus bist du schon. Ich denk, wir entschließen uns. Hanna! Ich möchte ein Wort mit dir allein haben. Geh in den Wagen zurück, Katrin. Ich habe dich unterbrochen, weil das ist ein Missverständnis von deiner Seite, sehe ich. Ich habe gedacht, das müsst ihr nicht Eichens sagen, weil es klar ist. Aber wenn nicht, muss ich dir's halt sagen, dass du die mitnimmst. Davon kann keine Rede sein. Ich glaube, du verstehst mich. Du meinst, ich soll die Katrin hier zurücklassen? Wie denkst du dir's? Da ist kein Platz in der Wirtschaft. Das ist keine mit drei Sangstuben. Wenn wir zwei uns auf die Hinterbeine stellen, können wir unseren Unterhalt finden, aber nie drei. Das ist ausgeschlossen. Die Katrin kann den Wagen behalten. Ich habe mir gedacht,
Sie könnt in Utrecht einen Mann finden. Dass ich nicht lach. Wie sollt ihr einen Mann finden? Stumm und den Arb dazu und in dem Alter? Lebt nicht so raum. Was ist? Leis oder laut? Und das ist auch ein Grund, warum ich sie nicht in der Wirtschaft haben kann. Die Gäste wollen sowas nicht immer vor Rauchen haben. Das kannst du denen nicht verdenken. Halt's Maul, du sollst nicht so laut reden. Im Pfarrhaus ist Licht. Wir können singen. Na, wie könnt ihr allein mit dem Wagen ziehen? Die hat Furcht vor dem Krieg. Sie verträgt's nicht. Die leidet an Mitleid. Erst neulich habe ich wieder einen Igel versteckt gefunden bei ihr, wo wir erfahren haben. Die Wirtschaft ist zu klein. Werter Herr, Gesinde und Hausbewohner, wir bringen zum Vortrag das Lied von Salomon, Sokrates und andere große Geister, denen es nicht genutzt hat. Damit ihr seht, auch wir sind ordentliche Leute und haben es darum schwer, durchzukommen, besonders im Winter. Ihr sah den weisen Salomon, ihr wisst, was aus ihm wurde. Dem Mann war alles sonnenklar, er verfluchte die Stunde seiner Geburt und sah, dass alles eitel war. Wie groß und weiß war Salomon und sieht, da war es noch nicht Nacht. Da sah die Welt die Folgen schon, die Weisheit hatte ihn so weit gebracht. Beneidenswert, wer frei davon. Die schauen nicht einmal heraus. Werter Herr, Gesinde und Hausbewohner, Sie möchten sagen, ja, die Weisheit ist es nicht, was einen Mann ernährt. Versucht es mit der Ehrlichkeit. Da möchtet ihr vielleicht satt werden oder zumindest nicht ganz nüchtern bleiben. Aber wie ist es damit? Ihr kennt den redlichen Sokrates, der stets die Wahrheit sprach. Ach nein, sie wussten ihm kein Dank, vielmehr stellten die oben böse ihm nach und reichten ihm den Schierlingstrank. Wie redlich war des Volkes Sohn, und seht, da war es noch nicht nah. Da sah die Welt die Folgen schon, die Redlichkeit hat ihn so weit gebracht. Beneidenswert, wer frei davon. Und so ist es mit uns. Wir sind ordentliche Leute, halten zusammen, stehlen nicht, morden nicht, legen kein Feuer. Und so kann man sagen, wir sinken immer tiefer und tiefer. Und das Lied bewahrheitet sich an uns. Und die Suppen sind rar. Und wenn wir anders wären, und Diebe und Mörder, möchten wir vielleicht satt werden. Denn die Tugenden zahlen sich nicht aus, nur die Schlechtigkeiten. So ist die Welt und müsst nicht so sein. Hier seht ihr ordentliche Leute,
halten die 10 Gebote. Es hat uns bisher nichts genützt, ihr, die jetzt am warmen Ofen sitzt, helft Lindel unsere große Not. Die Kreuzbrav waren wir doch schon, und seht, da war es noch nicht nach. Da sah die Welt die Folgen schon, die Gottesfurcht hat uns so weit gebracht. Beneidenswert, wer frei davon. Ihr da, kommt herauf! Eine Bremsung könnt ihr haben. Schlamm, ich könnt nichts hinunterwürgen. War's dein letztes Wort? Wir haben uns gut verstanden, Lamm. Mein letztes. Überleg dir's. Ich brauch mir nichts zu überlegen. Ich lasse nicht hier. Das wäre recht unvernünftig. Ich könnt's aber nicht ändern. Ich bin kein Unmensch. Nur, das Wirtshaus ist ein kleines. Und jetzt müssen wir hinauf. Sonst war das auch nichts hier und wir haben umsonst in der Kelch gesungen. Ich hol die Katrin. Iversteck oben was für Sie ein. Wenn wir zu dritt anrucken, kriegen Sie einen Schreck. Katrin, bleib stehen! Katrin! Wo willst du denn hin mit dem Bündel? Bist wohl von Gott und alle guten Geister verlassen. Ich habe ihm gesagt, es wird nichts aus Utrecht, seinem dreckigen Wirtshaus. Was sollen wir dort? Du und ich, wir passen doch in kein Wirtshaus. In dem Krieg ist noch allerhand für uns drin. Bist ja dumm. Was denkst, wenn ich das gesehen hätte und du wärst weg gewesen? Glaub nicht, dass ich ihm deinetwegen den Laufpass gegeben habe. Es war der Wagen. Wegen dir ist gar nicht. Es ist wegen dem Wagen. Wir gehen in die andere Richtung. Und dem Koch sein Zeug. Das legen wir aus. Dass er es findet.
Der dumme Mensch. So. Der ist draußen aus unserem Geschäft. Und ein anderer kommt mir nimmer rein. Jetzt machen wir beide weiter. Der Winter wird auch rumgehen. Wie alle anderen. Spann dich ein. Es könnte Schnee geben. Ich will keinen Lärm haben. Wer schreit, dem haut den Spieß hinauf. Seid ihr alles, was hier wohnt? Das ist unser Sohn. Und das ist eine Stumme. Ihre Mutter ist in der Stadt einkaufen, für ihren Warenhandel, weil viele fliehen und billig verkaufen. Fahrende Leute, Marketender. Ich ermahne euch, dass ihr euch ruhig verhaltet. Sonst beim geringsten Lärm gibt's den Spieß über die Rübe. Und ich brauche einen, der uns den Pfad zeigt, wo auf die Stadt führt. Du, komm her. Ich weiß keinen Pfad nicht. Er weiß keinen Pfad nicht. Ich ding nicht die Katholischen. Gib ihm den Spieß in die Seite. Nein! Nein! Ich tu's nicht ums Leben. Ich weiß was, wie er klug wird. Zwei Kühe und ein Ochs. Hör zu, wenn du keine Vernunft annimmst, säbel ich das Vieh nieder. Nicht das Vieh! Herr Hauptmann, verschuldeter Vieh, wir möchten uns verhungern. Es ist hin, wenn er halsstarrig bleibt. Ich fange mit dem Ochsen an. Muss ich's tun? Ja! Ich tu's. Und schönen Dank, Herr Hauptmann, dass Sie uns verschont haben. In Ewigkeit an. Los, führ uns. Hab ich nicht gleich gewusst, dass Ihnen der Ochs über alles geht. Möcht wissen, was die vorhaben. Nix gut. Vielleicht sind's nur Kundschafter.
Was willst? Sehen, ob die allein sind. Im Gehölz bewegt sich's. Und da sind auch Gepanzerte in der Lichtung und eine Kanone. Das ist mehr als ein Regiment. Gnade Gottes Stadt und allen, wo drin sind. Ist Licht in der Stadt? Nix. Da schlafen sie jetzt. Wenn die dort eindringen, stechen sie alles nieder. Wir können nichts machen, meinst du? Nix. Wir können nicht hinunterlaufen in der Nacht. Der ganze Hang hinunter ist voll von ihnen. Wir können nicht einmal ein Zeichen geben. Dass sie uns hier oben auch umbringen. Ja, wir können nichts machen. Ach, bet, armes Tier! Bet! Wir können nichts machen gegen das Blutvergießen. Ach, wenn schon nicht reden kannst, kannst du doch beten. Er hört dich, wenn dich keiner hört. Ich helfe dir. Vater unser, der du bist im Himmel, hör unser Gebet. Lass die Stadt nicht umkommen mit allen, wo drin sind und schlummern und ahnen nichts. Beschirm unsere Mutter und mach, dass der Wächter nicht schläft, sondern aufwacht, sonst ist es zu spät. Unserem Schwager steh auch bei. Er ist drin mit seinen 4 Kindern. Lass die nicht umkommen, die sind unschuldig und wissen von nichts. Eins ist unter 2, das älteste 7. Vater unser, hör uns, denn nur du kannst helfen. Wir möchten zugrund gehen. Warum? Wir sind schwach und haben keine Spieß und nix und können uns nix trauen und sind in deiner Hand mit unserem Vieh und dem ganzen Hof. Und so auch die Stadt, sie ist auch in deiner Hand und der Feind ist vor den Mauern mit großer Macht. Gedenk der Kinder, wo bedroht sind, der Allerkleinsten besonders, Greise, wo sich nicht rühren können, und aller Kreatur. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Amen. Jesus, was macht die? Die hat den Verstand verloren. Hol sie runter, schnell. Die bringt uns ins Unglück. Hör auf, das schnell auf mit Schlagen, du Krüppel! Die Kaiserlichen auf uns ziehen! Hin sind wir, wenn sie auf uns kommen! Abstechen tun's uns! Ich hab dir gleich gesagt, lass das Gesindel nicht auf den Hof! Was kümmert's die, wenn sie uns das letzte Vieh wegtreiben? Euch zerhackelt! Herr Offizier, wir können nichts dafür, wir sind unschuldig! Die hat sich raufgeschlichen, eine Fremde! Wo ist die Leiter? Oben! Ich befehle dir, schmeißt die Trommel runter! Ihr seid alle verschworen! Das überlebt ihr nicht. Ich bitte um Erlaubnis, dass ihr einen Vorschlag macht. Das. Du! Wir machen dir einen Vorschlag zum Guten. Komm herunter, geh mit uns in die Stadt. Zeig uns deine Mutter, sie soll verschont werden. Sie traut dir nicht. Bei deiner Fresse kein Wunder. Hey, du! Wenn ich dir mein Wort gebe, ich bin ein Offizier und habe ein Ehrenwort. Nichts falsch. Herr Offizier, es ist hier nicht nur wegen Ihrer Mutter. Lang dürfte ich nur fortgehen, das müssen Sie doch hören in der Stadt. Wir müssen einen Lärm mit irgendwas machen, wo größer ist als Ihr Trommel. Was können wir einen Lärm machen? Wir dürfen doch keinen Lärm machen. Ach, einen unschuldigen Dummkopf. Ein Nichtkriegerischen. Ich könnte die Sens dengeln. Ja, hol die Sens. Ausräuchern müssen wir sie. Das nützt nichts, Herr Hauptmann. Wenn die in der Stadt Feuer sehen, wissen sie alles. Sie lacht uns aus. Schau. Ich halte es nicht aus. Ich schieße hier runter und wenn alles hin ist, holt die Turnix. Ich hab's, Herr Hauptmann. Da steht Ihr Wagen. Wenn wir den zusammenschlagen, hört sie auf. Die haben nichts als ihren Wagen. Wir hauen deinen Wagen zusammen, wenn du nicht mit Schlagen aufhörst. Hau ihn zusammen! Hör auf! Du Vieh!
Bleiben die Dreckkerle mit der Kugelwüchse. Sie können in der Stadt drin noch nichts gehört haben. Sonst möchten wir ihr Geschütz hören. Sie hören dich gar nicht. Und jetzt schießen wir dich ab. Ein letztes Mal. Wirf die Trommel herunter. Schlag weiter! Sonst sind alle hin! Schlag weiter! Bitte schlag weiter! Was ist los? Der Priester hat Taub vor Mund! Sie kommen vors Kriegsgericht! Schnell auf, schnell auf! Zum allerletzten Mal. Hör auf mit Schlagen! Jetzt, Feuer! Schluss ist mit dem Lärm. Sie hat's geschafft. Sie müssen fort, Frau. Nur mehr ein Regiment ist dahinter. Allein können's nicht weg. Vielleicht schlaft sie mir ein. Eie, Popeye, was raschelt im Stroh? Nachbars Belggreinen und meine sind froh. Nach gehen in Lumpen und du gehst in Zeit aus nem Rock von einem Engel umgearbeit. Nachbars haben kein Brocken und du kriegst eine Tort, ist sie dir zu trocken, dann sag nur ein Wort. Eie, Popeye, was raschelt im Stroh? Der eine ist in Polen, der andere ist, wer weiß wo. Sie hätten ja nichts von den Kindern von ihrem Schwager sagen sollen. Wenn's nicht in die Stadt gegangen wären, ihren Schnitt machen, wär's vielleicht nicht passiert. Jetzt schlaft sie. Sie schlaft nicht. Sie müssen's einsehen. Sie ist hinüber. Sie müssen los endlich. Da sind die Wölf und was noch schlimmer ist, die Marodeure. Ja. Haben Sie denn niemand sonst, wo Sie hingehen könnten? Doch, einen. Den Eilef.
Die müssen's finden. Für die da sorgen wir, dass sie ordentlich begraben wird. Da können sie ganz beruhigt sein. Da haben Sie Geld für Ihre Auslagen. Hoffentlich sehe ich den Wagen allein. Wird schon gehen. Ist nicht mehr viel drinnen. Ich muss wieder in den Handel kommen.